Aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Einen wunderschönen guten Abend, wie schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Freuen Sie sich mit uns auf diese wunderbaren Gäste. Er ist einer der letzten Hoffnungsträger in der Politik und ein Selbstbewusster dazu. Sein Buch heißt Wer wagt, beginnt. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was ist das Mutigste, was er je gemacht hat? Begrüßen Sie ganz herzlich den neuen Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Sie ist erst 22 Jahre jung, kommt aus der Schweiz und hat es dort mit ihrem Kochbuch auf Platz 1 der Bestsellerliste geschafft. Ich freue mich auf Nadia D'Amaso. Normalerweise stellt er die Fragen. Heute sind wir mal dran. Ob er gern den Job von Robert Habeck hätte und welche Erinnerungen er an seine berufliche Anfänge hat, darüber sprechen wir heute mit Hart aber fair Moderator Frank Blasberg. Wir kennen ihn aus der RTL2-Serie Privatdetektive im Einsatz. Jetzt setzt er sich gegen Mobbing an Schulen ein, weil er selbst als Kind Opfer war. Carsten Stahl. Vor 30 Jahren erschütterte das Geiseldrama von Gladbeck die Republik. Er war einer dieser Geiseln, saß als 7-jähriger Junge im entführten Bus. Ein sehr herzliches Willkommen für Johnny Bastian Pillay. Musterknaben, die Rolle des Walter Sedlmayr und James Bond. Dieser Mann ist einer der meistbeschäftigten Schauspieler, den wir haben. Wir freuen uns unglaublich auf Jürgen Tarrach. Vor 9 Tagen hieß es für diese beiden hier Gold. Gold bei den Olympischen Spielen im Zweierbob. Wir wollen heute Abend mit Ihnen feiern. Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz, herzlich willkommen. Ich habe viel geguckt und immer war es mein Wunsch, ich möchte so gerne mal wissen, was auf dem oder hinter oder auf dem Schraffierten der Medaille drauf war. Jetzt können wir es endlich erfahren. Kriege ich sie einmal zu fassen, diese Medaille? Ich muss sie weitergeben. Ja. Ja. Nee, ich hänge sie mir auch nicht um, sondern nur ganz bescheiden einmal gucken. Wow. Bitte. Also, es steht drauf, wo es stattgefunden hat, erwartungsgemäß. Es steht ganz, 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 ganz klein drauf, für welche Disziplin. Und vorne sind nur dezent die Ringe. Aber schwer ist sie. Das alles in Koreanisch? Nein. Nee. Nein, alles tadellos lesbar. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielleicht mal rund gehen. Das kommt wieder an. Sie wollten auch mal, ne? Ja. Hauptsache, die kommt wieder hier an. Ja, ja. Sie hatten das in so einer Schatulle, ne? Gesehen. Ja, die Schatulle muss man dazu noch sehen. Dann ist es die Box da. Kommt die Medaille rein, da gibt es noch so ein... Aber sieht sehr edel aus. Ja. Und wo kommt die hin, wenn Sie nicht mehr bei 3 nach 9 sind? Vorsicht. Also bei mir kommt sie nach Hause zu meiner Mutter. Mhm. Hoffentlich in die Vitrine. Wobei ich letztens von einem anderen, vom Johannes Ludwig, gehört habe, der will sie in den Banktresor legen. Hat auch was, muss ich ganz ehrlich sagen. Inzwischen. Banktresor? Oh, das ist ja. Ja, das ist schon. Es wurden schon einige Olympiamedaillen auch geklaut und gestohlen, deswegen muss man ein bisschen aufpassen drauf. Und Lisa, wo kommt Ihre hin? Ich denke zu meiner Familie, vielleicht zu meiner Uroma, die ist 98, die hat einen sehr großen Teil daran und mal gucken. Über Ihre Urgroßmutter müssen wir unbedingt noch mal reden, ja. Aber erst, glaube ich, müssen wir uns einmal noch diesen Lauf anschauen. Ja, der war nämlich großartig. Sie haben es bestimmt 200 Mal gesehen, es ist aber immer wieder schön. Ja, das ja? stimmt. Unschwer zu hören, der Kommentator war auf Speed. Wenn man dann ankommt, die Ziellinie durchfährt, wie lange dauert es, bis man kapiert hat, was man angestellt hat? Das hat ein bisschen gedauert, weil man sieht halt, man hat eigentlich eine Anzeigetafel da, die hat man nicht sofort gesehen. Und als wir sie dann gesehen haben, stand erst die Gesamtzeit da. Und dann ist es halt irgendwann auf 1 geswitcht. Also saß ich einen kurzen Moment da und dann ist es auf 1 geswitcht und dann war... Also ich habe geschrien und Lisa hat geschrien und dann war alles vorbei. Und dann ging es aber schnell, ne? Mit dem
Aber also realisiert hat man das erst später, erst als die Medaille dann um den Hals hing, als man dann gefeiert hat mit Familie, Freunden, dann ist einem das irgendwann bewusst geworden, was man jetzt hier wirklich geschafft hat. Bei Ihnen ist ja das Unglaubliche, dass, also je nach Berichte man liest, es heißt, Sie erst seit 3 Wochen zusammen in einem Bob gefahren sind. Und ich dachte immer, man muss irgendwie jahrelang aufeinander eingespielt sein, den Atem des anderen kennen, seine Träume. Wenn der andere nicht schläft, ihn hinterher trösten. Und so. Sie hatten davor gar nicht so viel zu tun miteinander. Naja, also wir sind ja quasi als Mannschaft zusammen rumgereist, aber wir waren in verschiedenen Teams. Die Lisa war halt eigentlich bei der Steffi Schneider auf dem Schlitten und ich mit der Annika Dratzek zusammen. Und das wurde ganz dann große halt Anschieberin. Und das wurde dann halt vor den Spielen gewechselt. Und waren Sie erstmal sauer, dass gewechselt wurde? Seien Sie ehrlich. Nein, also nicht. es gab halt, ich sag mal, sportliche Gründe dafür. Weil nach dem Anschubtest war halt klar, dass Annika die schnellste Bremserin war. Und nach den Podestplatzierungen in der Saison war halt Steffi die stärkste Pilotin. Und es war klar, dass die Trainer den stärksten Schlitten zusammenstellen wollten. Und dadurch haben sie dann halt diese Kombination so gewählt. Dass man das jetzt, also ich habe das sportlich auch immer verstanden und so. Ja. Menschlich war das natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Auch für Sie ein bisschen schwierig? Ja, genau. Ich bin mit der Steffi Schneider 3 Jahre zusammengefahren. Habe vorher keine andere Pilotin gehabt. Klar, man ist da schon irgendwie zusammengewachsen als Team und wollte unbedingt bei Olympia eigentlich auch zusammenfahren. Aber aus sportlicher Sicht haben wir das beide verstanden, haben da gesagt, wir müssen uns jetzt irgendwie zusammenraufen, haben uns da den letzten Weltcup sozusagen, am Königssee sind wir zusammengefahren, haben uns da irgendwie zusammengerauft, haben uns freundschaftlich super aneinander gefunden und ja, sind dann zu Olympia gefahren, 3 Wochen zusammen auf dem Zimmer, da wächst man schon zusammen. Dann, man muss ja auch am Start oben, ne, funktionieren als Team und ja, am Ende ist Gold bei rausgekommen und es hätte niemand von uns erwartet und gedacht. Ich glaube, dass jeder, der nur auch nur einmal zuschaut, weiß, es muss eine irre schwere Sportart sein. Und es geht so schnell und ich nehme an, die Geschwindigkeit nimmt einen den Atem. Oder ruft man sich im Bob noch irgendwas zu? Nee. Kein Wort? Aua. Nee, also als Bremser hinten, ich sitze drin, ich sehe nichts. Ich habe meistens die Augen geschlossen bei der Fahrt. Musst du blind vertrauen? Genau, ich vertraue der Mariama blind. Muss man auch. Ich kenne die Bahn auch auswendig. Ich mache da hinten Rhythmus mit, also in den Kurven, dass falls was passiert, falls man stürzen sollte, dass man vielleicht noch ein bisschen mit Quäntchen Glück den Bob halten kann, sodass man auf 4 Kufen unten ankommt und nicht auf der Seite. Das klingt so, als ob man ganz viel mit Gewicht macht. Aber ja. Sie haben ja auch noch was in der Hand. Ja, die Lenkseile. Also ich habe die in der Hand. Ich nicht. Und wie viel Spiel hat man mit den Lenkseilen? Ich nehme an, reißen sollte man daran nicht. Och, das ist immer situationsbedingt. Ich habe da auch schon öfter dran gerissen, wenn es angebracht war. Beziehungsweise, ja, wenn es irgendwas ganz blöd lief. Mhm. Und ja, im Endeffekt ist es halt schon eine feinfühlige Sache. Es ist halt eigentlich schon vergleichbar mit Autofahren. Natürlich muss man dann das immer dosieren, je nachdem, was die Kurve jetzt, sag ich mal, erfordert. Also ich lerne halt wirklich jede Kurve auf jeder Bahn auf dieser Welt auswendig. Ich kenne die alle. Nee. Muss ich. Jede Kurve? Ja. Wie viele Bahnen gibt es denn auf der Welt? Es gibt, das Problem ist, oder es gibt... wie viele Kurven? Boah. Das ist immer unterschiedlich. Ich glaube, bei diesem letzten waren es 16 Kurven. Genau. Ja, genau. 16. Und Bahnen aber so auf Anhieb... Also in A. Das Problem. Nein, wir fangen jetzt nicht an zu zählen, das ist die ganze Sendezeit. Ja. Drüber. Aber vielleicht 10. Das Erstaunliche, Herbig, bei es den beiden. Es gibt 14 Bahnen auf der ganzen Welt? 14, ja, ungefähr, okay, ist nicht, ja. So nicht so viel. Krass viel. Nee. Das heißt, es gibt ganz Länder, die haben keine eigene Bahn und schicken trotzdem Athleten. Es gibt ja, mehr Länder so viele. Als Bahn. Ja, da vielen Dank für diesen Tipp. aber das Erstaunliche bei den beiden ist auch noch, sie haben relativ spät zum Bobsport gefunden. Wenn das keine Legende ist, wie erst vor 3-4 Jahren und so spät, dass sie nachts sich Videos angeguckt haben von besonderen, besonders erfolgreichen Mannschaften, um zu kapieren, wie das geht. Stimmt das? Ja, das stimmt so halb. Also ich bin ja, das war jetzt, glaube ich, meine
dritte, nee, meine vierte oder fünfte Pilotensaison. Ich war halt ganz kurz vorher Anschieberin. Das war nicht so erfolgreich. Mhm. Weil sie nicht schnell genug waren? Ja. Und nicht wirklich schwer genug. Ja. Nee, und ja, von meiner ersten Weltcup-Saison, da sind wir dann halt in die USA geflogen und nach Kanada. Und stehen zwei sehr berüchtigte Bahnen, die ich halt vorher gar nicht kannte. Und es gibt eigentlich für jede Bobbahn, gibt es auf YouTube, gibt es da Videos von, die halt mit GoPros oder so gefilmt wurden. Und dann habe ich mir die halt angeguckt. Einfach damit man ja die Bahn schon mal gesehen hat aus Sicht des Piloten, damit man ein Gefühl dafür entwickeln kann. Man muss halt auch wissen, wie lang jetzt die jeweiligen Kurven sind und alles. Und das habe ich dann halt so mir vorher angeschaut und versucht zu verinnerlichen, um das dann mir nochmal ein bisschen besser vorbereitet zu sein. Verrückt. Wirklich schön. Schöne, unglaubliche Geschichte. Welche Sportarten haben Sie denn vorher gemacht? Also ich habe Siebenkampf vorher gemacht. Ich komme aus der Leichtathletik. Also das hilft dann beim Anschieben, Laufen, schnell sehr, Laufen. Ja. Und Sie? Ja, ich komme auch aus der Leichtathletik. Ich habe Hammerwerfen vorher gemacht. Das wird da gelacht. Aber ich meine, es gibt vielleicht dem einen oder anderen auch Hoffnung. Zum Beispiel meine sehr, sehr athletische Co-Moderatorin Judith. Könnte die theoretisch in 3 Jahren auch eine gute Bob-Pilotin werden? Ja gut, ich glaube, da geht schon mal los, dass da vermutlich ein bisschen Gewicht fehlt. Da fehlt ein bisschen Masse. Ah, die müsste, aber Sie... wie viel Gewicht muss man haben? Also es sollten deutlich über 70 Kilo sein. Über 70? Also ich habe jetzt momentan 76 Kilo. Oh, das schaff nicht mal ich. Ja. Wir beide zusammen können. Zusammen, wir beide zusammen. Sein. Aber also, darf ich mal fragen, wie man anfängt, das zu lernen? Weil man sieht ja im Fernsehen immer nur diese rasanten Bahnen und dann geht es einem Affentempo runter. Gibt es langsame Schlitten für Anfänger oder gibt es Anfängerbahnen? Oder ja, irgendwie muss man da ja mal runterkommen. Ne? Nee, das man lernt es eigentlich ziemlich einfach. Es gibt auf jeder Bahn gibt es auch tiefere Statuen, also die weiter unten liegen, die was weiß ich in Kurve 5 Ach, anfangen. Ach, man fängt später so an. Dann. Ja, genau, dann ist man langsamer, man hat nicht so viele Kurven ja. Und der Druck ist nicht ganz so schlimm. Das sind eigentlich Rodelstarts. Also Rodeln hat ja viel mehr Altersklassen und dann gibt es halt Jugendstart und Juniorenstart und so weiter. Das heißt, wir beide würden auf der gleichen Bahn dann fahren wie ihr? Nur ja, eben genau. Weiter genau. Unten. Hm. Judith, ich mache den Anschieber. Aber die Frage, wie kommt man... Dann musst du die Augen zumachen und mir vertrauen. Ist total, dir das klar? Total, wie bei der Moderation, Judith. Und aber okay, die Frage... Wie kommt man rein? Ja? Die stellt sich, finde ich, noch viel dramatischer beim Skifliegen. Ja, wie fängt man da an? Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt müssen wir endlich zu der 98-jährigen Urgroßmutter ja. kommen, der Sie so viel verdanken. Was verdanken Sie ihr denn? Also die hat mir damals sozusagen geholfen, finanziell als auch, naja, ich weiß, ich bin so ein bisschen mit der verbunden, glaube ich. Die war damals auch Sportlerin. Die hat mir da sehr viel Kraft gegeben, dass ich das weitermache, dass ich zum Bobsport auch wechsle. Die lebt immer noch oben bei uns, also bei einer Familie. Ist super fit, hat die Olympischen Spiele mitverfolgt. Ich habe die jetzt am Wochenende das erste Mal wieder gesehen. Und für die war das natürlich sehr emotional, die Goldmedaille sozusagen, bevor sie... von uns geht, sage ich mal, noch in den Händen zu halten, weil das damals auch ihr Traum war, mal dabei zu sein. Und ja, das habe ich ihr sozusagen geschenkt und noch verwirklichen können. Wie schön. Mariama, wissen Sie, ob in Gambia, dem Land Ihres Vaters, irgendeine Reaktion auf Ihr Sieg da war? Haben Sie was bekommen? Also, ja, mein Vater hat mir geschrieben und ja, auch meine Halbschwester. Aber ich habe jetzt insgesamt nicht so viel Kontakt zu meinem Vater und auch zu der Familie von meinem Vater nicht. Also in Gambia gar nicht. Da hatte ich auch noch nie Kontakt zu. Deswegen, ich denke schon, dass das irgendwer mitbekommen hat, bestimmt. Vielleicht nach der Sendung jetzt? Nach der 3 nach 9 ist in Gambia ein Straßenfeger, das weiß ich. Also, jetzt lassen wir uns doch mal ein bisschen noch mal einmal in Erinnerungen schwelgen. Nämlich, wie das war, als Sie das deutsche Haus betreten haben. Das erste, Mariama, was Ihnen eingefallen war, ich hatte mich den ganzen Tag nicht geduscht. Wir sind vom Wettkampf, dann hatten wir Flower Ceremony, dann hatte ich noch Dopingkontrolle, dann sind wir noch ins...
ZDF-Studio? Ja. Ich weiß es nicht. Und dann sind wir zum Deutschen Haus gefahren. Also wir haben dann im Studio, da habe ich dann den Rennanzug ausgezogen, habe mir ein T-Shirt übergezogen und eine Jogginghose und dann sind wir ins Deutsche Haus. Dann gab es später noch eine Sektdusche, danke dafür. Ja. Okay. Aber also wenn Sie jetzt dieses Zuspiel sehen, man merkt das nicht. Ja? Man riecht es nicht. Ja. Eben. Alle Anwesenden tragen das gleich. Sie lachen. Wahnsinn. Haben Sie diese Bilder schon mal gesehen? Nee. Noch nicht. Mit Kronen. Wie geht's denn jetzt weiter? Belohnen Sie sich ein bisschen für diesen Erfolg? Fahren Sie erst mal weg oder was machen Sie jetzt als nächstes? Also ich fahre weg. Ich mache eine Kreuzfahrt, die ist schon seit langem geplant mit meiner Mutter an der norwegischen Küste lang. Da haben Sie auch ein tolles Ziel ausgesucht dafür, dass Sie angeblich eine Frostbeule sind. ist auch nicht meine erste Wahl, aber das wurde sich so gewünscht. Und, jetzt denn? Also im März? Oder? Ja, genau, Sonntag. Im März gleich nach der Sendung sozusagen. Das ist großartig. Deswegen, vielleicht nochmal Polarlichter oder so sehen. Das wäre natürlich dann noch ein i-Tüpfelchen. Aber ja, ich sag mal so, ich hatte jetzt die letzten Jahre sonst nach der Saison eigentlich mal Strandurlaub. Ich denke mal, man kann jetzt den Winter noch mal ein bisschen länger aushalten und das ein bisschen, ja, ist ja, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Und Sie, Lisa, grüßen uns ganz herzlich, Ihre Urgroßmutter. Dankeschön, mache ich. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Herr Stahl, wenn man Sie heute so sieht, so präsent und auch so kräftig, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass Sie mal Opfer waren. Was ist damals passiert? Tja, ich war damals halt nicht so kräftig. Ich war damals auch, wie jeder andere, ja, ein kleiner, vielleicht ein bisschen damals sogar kleiner wie andere. Ich war ein bisschen dicker. Ich hatte leicht rötliche Haare, ja, und hatte eine Menge Sommersprossen. Die habe ich auch heute noch, die verspielen sich. Aber damals war das natürlich für viele auch ein Grund. Und damals hat man es halt nicht Mobbing genannt, so wie es heute heißt, sondern es war Hänseln. Das klingt ja schon niedlich, Hänseln und Gretel, ja, aber es war alles andere als niedlich. Was ist denn passiert? Konkret? Also konkret war ich einen anderen, oder es ist immer einer, der anfängt. Und andere, die mitmachen und viele, die wegsehen. Und dieser eine, der hat halt mich auserkoren, weil ich ihm vielleicht nicht in Kram gepasst habe. Jeder kann zum Opfer werden. Und da war ich halt das Opfer. Und der hat mich regelmäßig mit den anderen zusammen, er fing an, andere machten mit, viele haben weggeschaut, regelmäßig beleidigt, ja, als Fettsack, Bulette für Berliner. Normal, dieses Wort. Und ja, sie haben mich geschlagen, genau. Sie haben mich geschubst, geschlagen, gespuckt, meine Sachen ausgekippt, mich auf Socken durch den Schnee gescheucht, meine Schulsachen ausgekippt, mir mein Pausengeld abgezogen. Und das war für mich als Zehnjährigen, der halt nicht 1,90 ist und 115 Kilo wog und Kampfsport erfahren ist, damals die Hölle. Ich weiß ganz genau, wie sich Mobbing anfühlt. Haben Sie mit Ihren Eltern oder mit den Lehrern darüber gesprochen damals? Ich habe genauso wenig mit meinen Eltern darüber gesprochen, warum und warum das so viele Kinder heute auch nicht tun. Aus Angst vor mehr Mobbing. Denn die haben damals auch zu mir, und durch meine tägliche Arbeit weiß ich, dass die das auch heute immer so machen, die Täter haben gesagt, machst du das, sagst du das deinen Lehrern oder deinen Eltern, dann wird es noch schlimmer. Die haben zu mir sogar gesagt, wenn du das sagst, dann tun wir deiner Mama oder deiner Schwester was. Und ein Zehnjähriger, der verprügelt wird, der am Boden liegt und von anderen so sehr gedemütigt und erniedrigt wird. Man muss sich vorstellen, man hat mich mal in eine Grube geschmissen, 3 Meter tief. Und dann haben sie sich oben rumgestellt. Einer hat gesagt, stellt euch um die Grube rum. Nicht nur, dass ich da 3 Meter tief blutend in der Grube lag. Nee, das hat dir nicht erreicht. Sie haben mich ausgelacht. Und dann hat erst einer, nämlich der führt, die anderen darauf angewiesen, und die haben aus Angst mitgemacht, auf mich heruntergepinkelt. Da war ich 10 Jahre alt. Und lag 3 Meter tief über mehrere Stunden bis 22 Uhr da in der Grube. Und wenn man das erlebt, dann prägt das einen. Ich weiß ganz genau, wie sich sowas anfühlt. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder setzt du dich zur Wehr und wirst selber zum Täter oder Mittäter, oder du zerbrichst daran. Und wie viele Menschen daran zerbrechen, sich sogar deshalb das Leben nehmen, Jugendliche, und wie viele Fälle wir davon haben in Deutschland, ist den wenigsten bewusst. Und deshalb kämpfe ich. Wir haben das mal recherchiert. Das ist wirklich eine unglaubliche Zahl, die wir erst gar nicht glauben konnten. Mhm. Also jeden zweiten Tag bringt sich ein junger Mensch um, Suizid, weil er gemobbt wird. Richtig.
Also das ist natürlich ein absolutes Thema offenbar, was Sie hier mitbringen zu uns in die Sendung. Wann haben Sie denn angefangen, sich zu wehren? Ja, das ging ungefähr anderthalb Jahre. Und dann, nach dieser Baugrubengeschichte? Ja, der Baugrube, natürlich ging es dann immer mal weiter. Auch selbst danach, nachdem man mich da rausgeholt hat, selbst dort, wie ich im Krankenhaus war, habe ich nicht gesagt, wieso mir das passiert, weil ich ja Angst hatte. Wenn Sie das schon tun, was tun Sie noch? Was auf vielen Scheiner ist. Ich war in dieser Grube, denn dieses Martyrium lief ja schon monatelang. Ich wollte in dieser Grube, ich wollte nicht mehr leben. Man verliert als Zehnjähriger, als kleines Kind den Mut, den Sinn am Leben. Mhm. Und das hat mich so geprägt, dass ich, natürlich, ich trug das in mir. Ich bin mit Angst zur Schule gegangen, so wie viele Kinder sich auch was einfallen lassen. Denn es gibt Symptome, woran man erkennt, dass ein Kind gemobbt wird. Und ich bin nicht zur Schule gegangen. Aber ich habe mich sogar mal als kleiner Zehnjähriger unter der Tellertreppe versteckt. Und meine Eltern dachten, ich gehe zur Schule. Die waren sehr überrascht, wie sie dann am Freitag, fünf Tage gegen den Dude vom Direktor gehört haben, wo ist denn ihr Sohn? Ja, dann kommst du nach Hause und erzählst, wie immer, gute Schule. Na ja, dann hat es natürlich auch rappelt in der Kiste. Aber entscheidend ist, anderthalb Monate Schulmarrest war nicht das Schlimmste. Ich muss am nächsten Mal wieder hin. Und das ist ein Martyrium, das ist seelische Grausamkeit. Welche Symptome sind das denn, woran man das erkennen kann, wenn das Kind schon nicht selber den Weg sucht, um zu sprechen, weil es vielleicht eingeschüchtert ist? Ich werde ja regelmäßig nur auch gefragt als Ratgeber, wie erkenne ich das? Also erstens, hört euren Kindern zu. Ihr müsst ganz genau hinhören. Ein Kind wird es nur einmal, maximal zweimal erzählen. Es schämt sich ja auch dafür. Und wenn dann zum Beispiel, wir Erwachsenen machen immer so eine Dinge wie Petze nicht, sagen wir unseren Kindern ganz klein, oder du sei doch kein Mädchen, oft zu jung, das machen Männer oft falsch. In dem Moment denkt das Kind, wenn ich jetzt was erzählen würde, dann mag mich mein Papa vielleicht nicht oder sieht mich nicht mehr genauso oder sei kein Mädchen. Naja, und dann trauen die sich das auch nicht zu sagen. Oder die Drohung der anderen. Entscheidend ist. Es ist ja auch nicht schön, zuzugeben, dass man Opfer ist. Natürlich nicht. Ne? Habe ich auch nicht. Das tun sie auch heute nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Raum öffnet, dass sie es können. Entscheidend ist, dass man Dinge, man muss seinen Kindern zuhören. Setzt euch mit euren Kindern hin. Und wenn ihr spürt, dass sich irgendwas verändert, die Noten von innerhalb kurzer Zeit, nehmen die Noten rapide ab. Kleine Kinder nässen ein, Schlafstörung, Essstörung. Ja, sie verschließen sich, sie vermeiden Augenkontakt. Sie, wenn sie verprügelt werden, sie versuchen vor den Eltern nicht mehr zu duschen oder zu baden. Das sind ganz starke Symptome. Und entscheidend ist, jeder von uns in unserer ganzen Gesellschaft hat Erfahrung mit Mobbing. Und Mobbing bedeutet ausgrenzen. Es hat verschiedenste Gesichter. Beleidigen, über einen lästern, schlagen und treten, Sachen wegnehmen, auslachen. Und das fühlt sich demütigend an, erniedrigt. Man wird ausgegrenzt. Jedem widerfährt das? Früher oder später? Gibt es jemand hier in dieser Runde, der sagt, das habe ich erlebt? Ja, Sie haben es, klar. Johnny. Auch allein schon aufgrund der Hautfarbe. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, bei jedem Farbigen so, dass im Alltagsrassismus ganz normal ist. Ne? Ja. Ein Witz einfach auf die Hautfarbe, aufgrund der Hautfarbe, Witze oder auch, was er ja schon gesagt hat, ne? Hänseln. Bisher fängt man ja so einfach an. Das fängt ganz klar an, das kann der Name sein. Ja, die denken sich nichts Schlimmes. Die sehen ihn an und sagen, ey, Blackie. Für ihn total erniedrigend. Für die anderen lustig. Und es fängt an, dass man nur den Namen ein bisschen verniedlicht. Und das kann für ein Kind schon unheimlich schlimme Erfahrungen haben. In dem Moment, man heißt immer, wann beginnt Mobbing? Ich habe letztens mal so mich einen anderen Experten unterhalten, der sagt, also Mobbing beginnt erst nach drei Monaten. Der andere sagt nach zwei Monaten. Dann sage ich, naja, interessant ist, sagt mir doch mal die Stufen von Mobbing. Wenn es erst nach drei Monaten beginnt und Schlagen und Treten ist Mobbing, ja, wenn man regelmäßig wird, dann kann ich dir also zwei Monate lang verprügeln, bevor es Mobbing ist. Ja? Also das ist ein Empfinden des jeden Einzelnen, wann es schmerzt, wann es wehtut in der Seele. Aber gibt es einen von Ihnen, der sagen würde, ja? Also, ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, dem läuft es kalt über den Rücken, wenn Sie erzählen, was Ihnen passiert ist. Aber gibt es jemand von Ihnen, der sagen würde, ich war eher Täter als Opfer? Herr Habeck? Ich befürchte, ja, dass ich einfach mitgemacht habe. Also, nicht drüber nachzudenken, also jetzt nicht auf die Leute pinkeln oder so, ne? Oder auch zusammenschlagen, aber so blöde Sprüche oder, ich weiß nicht, Leute nicht mitspielen lassen oder Wortwitze oder so, das würde ich jetzt schamvoll eher zugeben. Das ist wahrscheinlich der normale Zug dann, dass man, wenn man nicht zu den Uncoolen, den Gemobbten gehören will, dann will man halt mit anderen mitmachen und denkt sich groß darüber nach. Also das ist ja was ist es denn auch, also, wann muss man eine Grenze setzen? Also mein Vater hat mir damals immer mit auf den Weg gegeben, ne, so als alleinerziehender Vater, wenn sowas passiert, du musst sofort entweder zurückschlagen oder die Hilfe suchen. Also irgendwie, du musst eine Grenze setzen, weil die anderen suchen diese Grenze. Und wenn sie einmal überschritten wird, wir gucken sie immer, wie weit kann ich sie noch verschieben und irgendwann pinkeln sie auf einen drauf in der Bauch. Genau, entscheidend ist, und das
ist ja auch da, deswegen gehe ich ja an die Schulen, zu zeigen, wo ist die Grenze. Mir geht es darum, in Deutschland ein Bewusstsein zu setzen gegen Mobbing. Mobbing, und ich weiß, das ist tragisch. Wir haben einfach mal bis zu 1 Million Fälle jede Woche. Jede Woche von Mobbing, Gewalt und Vorurteilen an deutschen Schulen. Rechnen Sie sich das mal hoch, was das bedeutet. Aber und was ist Aufklärung kann man denn jetzt so tun? Also Kinder auf die Kinder. Die Kinder auf Augenhöhe. An welcher Stelle sollen sie was machen? Wo muss das Kind reagieren? In dem Moment, dem Kind sagen, wenn man ankommt und nur deinen Namen verniedlicht und du hast für dich das Gefühl, dass dir das nicht gefällt, sag Stopp! Und zwar selbstbewusst und auch laut, sodass derjenige, der das macht, merkt, du magst das nicht und alle anderen auch. Und wenn du merkst, sie hören nicht auf, wende dich an den Lehrer, wende dich an deine Eltern. Und wenn das beides nicht hilft, geh mit deinen Eltern zusammen zum Direktor. Wir haben das Problem, dass die Herrschaften, viele, viele Verantwortliche, 60% ungefähr der Direktoren und Lehrer in Deutschland schauen weg, weil das System, das muss ich leider sagen, versagt an dieser Stelle. Es sagt auch den Lehrern, redet nicht offen darüber. Wir haben jetzt wieder in Berlin, wir haben Wachschutz an einer Grundschule. Das sind katastrophale Zustände. Und wenn man ja, das sieht, aber, ist es aber da muss ich kurz einhaken. Sie sprechen jetzt von der Schule, da ist seit Montag in Berlin-Schönefeld, ne? Eine Grundschule, wo ein Wachschutz jetzt quasi patrouilliert während der Unterrichtszeit. Aber das ist doch natürlich jetzt auch schon mal ein Versuch der Schule, dem Ganzen Herr zu werden. Ein Wachschutz? Mobbing? Das habe ich nicht verstanden. Ja, ja. Wegen Mobbing und Gewalt. Wegen Mobbing und Gewalt. Weil da so viele Vorfälle waren. Ja. Also sagen wir mal, der Ansatz ist ja, also ich muss mal überlegen, das ist ein Ansatz. Also ich finde, ich vergleiche, erstmal habe ich immer wieder gesagt, Mobbing ist ein Geschwür unserer Gesellschaft. Kein Problem einer Schule. Es fängt schon in der Kita heute an und es geht ja im Erwachsenensein weiter. Es ist in der Politik, es ist beim Sport, es ist überall. Ja, und wir haben ja nun heute die Medien auch. Heute kannst du anonym, feige und sogar unter falschen Namen im Post machen und jemanden fertig machen. Entscheidend ist, dass man, ich sage immer, Mobbing ist wie ein Brand an einer Schule. Solange der Brand klein ist, kann der Lehrer ihn alleine löschen. Wenn man aber ihn unkontrolliert lässt, dann bricht das Feuer aus. Und was muss der Lehrer dann tun und der Direktor? Er muss die Feuerwehr rufen. Und ich komme doch lieber als Brandmeister und helfe. Um den Tipp aufzugreifen, den Judiths Vater, der Judith mitgegeben hat. Ja? Also ich war ja, wie Sie sich sicher vorstellen können, nie besonders schwer und auch nie besonders groß. Ja. Aber ich habe einfach jemanden mal, der mich massiv händelte, einfach eine in die Fresse gehauen. Aber ist das und ehrlich gesagt, es hat geholfen. Ja, aber schauen Sie mal, wo kommen wir denn dahin, wenn wir das machen? Schauen Sie mal, ich bin nur Prototyp eines der Zuhause. Aus Verzweiflung. Ich war ein Drittel von Ihnen. Ja. Aber genau das ist es so. Was lernen wir aber in dem Moment? In dem Moment, wenn die Kinder anfangen zu schlagen, haben wir versagt. Und das ist die Kinder sind unsere Zukunft. Wenn die heute lernen, in dieser Situation, mit diesen schlimmen Vorfällen, die die heute erleben, und die, wenn ich sage 500.000 bis 1 Million Fälle, dann ist das ohne Cybermobbing. Das ist die Zukunft. Sie müssen sich vorstellen, ich habe auf alles beendet, meine Fernsehkarriere, alles, weil mein eigener Sohn nach 2 Tagen Grundschule schon verprügelt und fertig gemacht wurde. Ein unschuldiger 6-jähriger Junge. Und das passiert heute so früh. Und zurückschlagen. Deswegen sage ich, dann züchten wir ja Täter. Das heißt, entweder gehst du daran zugrunde und hast vielleicht sogar Selbstmordgedanken und dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl fliegt gegen Null, oder du schlägst zurück und wirst Täter und Mittäter, nur dass du akzeptiert wirst. Was wollen wir denn? Noch mehr Ellbogengesellschaft? Ist denn alles immer Mobbing? Also gute Frage. Rassismus, soziale Stigmatisierung, dass man sich nicht teure Markenklamotten leiden kann. Ich bin ja noch Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Da gibt es Bauernkinder, die ja, gemobbt werden, weil ihre Eltern Landwirte oder Bauern sind. Wird das sozusagen alles gleich analysiert und über den gleichen Kamm geschoren? Also ich sag mal, was haben wir denn? Es gibt einen, das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in dem Moment, wenn die Würde eines Menschen, auch eines jungen Menschen verletzt wird und dieses Kind, und sei es noch so klein, das Gefühl hat, es zerbricht daran, und es tut ihm weh und man hilft ihm nicht, dann ist das für ihn unheimlich verletzend. Das kann, wie gesagt, klein und harmlos anfangen, aber es ist immer das Empfinden des Einzelnen. Da kann doch keiner hinstellen und sagen, nach 3 Monaten ist das Mobbing oder wenn dit und dit passiert, ist das Mobbing. Wenn ein Kind sich ausgegrenzt fühlt, ausgegrenzt, ja, und die schlimmste Form von Ausgrenzung ist Rassismus, ja, und das, es ist dieser Übergang ist fließend, das ist ja die Gefahr. Man kriegt es kaum mit und durch diese Gruppendynamik ist man entweder im Mittelpunkt und drumherum oder man ist außen. Und diese Gruppendynamik ist übrigens der gleiche, warum man auch in der Schule anfängt, aus der Gruppendynamik, aus den Gruppenzwang anfangen zu rauchen, Mutproben zu machen oder Alkohol zu trinken. Und dann, das ist immer wieder der gleiche. Was sagen denn die Lehrer zu ihrem Auftreten? Was die Lehrer dazu sagen? Natürlich, wenn man sich hinstellt und in Deutschland ein Tabuthema anspricht, dann wird man erstmal durch, will man nicht. Dann bin ich kein Lehrer, kein Pädagoge, ja, aus vielen Sicht am Anfang niemand, der das studiert hat.
Im Gegensatz zu den Studierten, heute nach 4 Jahren sieht es ein bisschen anders aus. Ich hatte über 17.000 Schüler. Heute sind die Lehrer dankbar, denn die Lehrer werden und die Direktoren werden ja auch vom System, vom Bildungsministerium damit im Stich gelassen, denn es gibt keine wirklichen Maßnahmen. Dann höre ich immer Gewaltprävention der Polizei. Hat mit Mobbing gar nichts zu tun. Ja, ich habe so viele Polizisten, die sich teilweise von mir heute auch privat beraten lassen, wie sie mit diesem Problem umgehen können. Entscheidend ist eins. Erst wenn wir über etwas reden, können wir es verändern. Und Titel und Diplome sind nicht der Weg gegen Mobbing. Es ist gut, wenn man sie hat. Es ist ein Organ, was Mobbing beenden kann. Gianni. Das Bewusstsein. Was sind denn Ihre Lösungsansätze dafür? Oder was vermitteln Sie denn? Ich vermittle Ehrlichkeit, Offenheit und ich erzähle. Ich komme rein. Ich habe heute, nehme immer meistens die ganze Schule oder einzelnen Klassen. Und dann spreche ich mit denen. Und das allererste, was ich da sage, ist: Hört mir bitte genau zu. Ich weiß genau, wovon ich rede. Ich erzähle meine eigene Geschichte. Das können Sie aber echt gut. Also, Sie verständlich machen können Sie. Sie sind guter Talk, einfach bitte. Und für das Thema. Ich habe lediglich diesem Tabuthema, meine Stimme geliehen. Es geht hier nicht um mich, es geht um unsere Kinder. Und die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Das hat schon Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und das sollte man nicht vergessen. Ich finde das sehr schön. Ich habe mir das ja ein bisschen angeguckt, wie Sie das machen an den Schulen. Also Sie versuchen, diese Gruppendynamik ja so ein bisschen aufzubrechen mit Ihrer Arbeit, erzählen Ihre eigene Geschichte, hören zu. Es gibt auch Einzelgespräche dann. Und am Ende steht immer ein Plakat. Ja. Und auf diesem Plakat unterschreiben die Schüler, die teilgenommen haben. Was unterschreiben die da? Also ich habe aus dem Verein dann eine deutschlandweite Kampagne gemacht, die ich jetzt sogar auch schon im März beginnend mit mehreren Städten machen, wo die ganze Stadt zu mir kommt, also es ist ein Schmalkalden oder ein Prenzlau in Brandenburg, die kommen mir zu mir sagen, Carsten, kannst du nicht alle unsere Schulen machen? Dann sage ich, das ist so groß und ich bin alleine. Lasst uns ein Bewusstsein in der Stadt gegen Mobbing machen. Und dieses Stopp-Mobbing-Versprechen, da steht halt groß drauf, es hat halt ein Logo und da steht halt drauf, wir, die Schule oder die Stadt, versprechen, dass Mobbing an unserer Schule und unserer Stadt keine Chance mehr hat. Und dass die Starken die Schwachen stützen und schützen und nicht fertig machen. Und der Starke muss die alle Schüler, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dieses Plakat wird dann am Eingang der Schule hingehängt, damit jeder daran erinnert wird. Letzte Frage, in wie vielen Schulen hängt dieses Plakat jetzt schon? Oh, das sind schon ein paar hundert. Also ein paar hundert nicht, aber es sind schon sehr viele. Also ich kann das noch nicht mehr zählen. Ich habe den Überblick verloren. Es hängt ja nicht nur in den Schulen, sondern ich mache das waren ja, da meine ganze Schule hat nochmal 400 Schüler. Das kriegen die einmal ganz, ganz groß von mir für den Eingangsbereich, wo die Schüler jeden Tag reinkommen und das sehen. Und dann in einer kleineren Version A1 über der Tafel, was das Kind jeden Tag sieht. Es ist ein Versprechen. Und die Kinder sagen immer, ein Versprechen darf man nicht brechen. Das bringen wir ihnen ja auch bei. Es ist ein Bewusstsein gegen Mobbing. Und wir müssen es durch Aufklärung und Prävention machen. Was Schutz? Ist ein Versagen. Prävention und Aufklärung ist der Schlüssel. Und ich fordere alle in Deutschland auf, sich dessen bewusst zu sein, dass Mobbing Menschen zerstört, ja sogar jeden zweiten Tag ein Teenager in Selbstmord treibt und Erwachsene ebenfalls auch in Selbstmorde treibt. Und nur wenn wir gemeinsam anpacken, ziehen wir den Karren aus dem Dreck. Und es sind zu wenige, die ja wirklich den Mund aufmachen. Und deswegen gebe ich Ihnen meine laute Stimme, weil es Zeit ist, umzudenken. Sehr gut. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herbert. Ja, ich freue mich auch. Und es ist auch schön, Sie können maximal entspannt sein. Wenn diese Sendung zu Ende ist, ist auch der Mitgliederentscheid der SPD endlich vorbei. Da ich ja nicht bei der SPD bin, bin ich sowieso entspannt. Das sage ich. Also, ein paar Dinge, die kann man nicht ändern. Und was glauben Sie, wie es ausgehen wird? Ich glaube, dass es überraschend starke Zustimmung geben wird. Für die Große Koalition? Ja, ich glaube schon, dass immer Dinge überraschend passieren, aber in diesem Fall überraschend, weil 70% zustimmen werden. Ich glaube das auch. Aber ich habe auch geglaubt, dass Trump nicht gewählt wird. Und die Engländer werden niemals aus. Ja, und dass der Brexit, habe ich auch nicht gedacht, dass der Brexit kommt. Am Samstagabend bin ich ins Bett gegangen und morgens um 6 Uhr hoch. Deswegen heißt es ja glauben und nicht wissen. Ja. Sie sind doch ein empathiebegabter Mensch, oder? Es gibt Leute, die das bezweifeln. Echt? Aber was würden Sie selber sagen? Ich gebe mir Mühe, würde ich sagen. Versuchen Sie sich jetzt manchmal in die Seele eines Sozialdemokraten hineinzuversetzen, wie arm der also dran nicht ist, in die Seele, böse das die Welt ist. Zu, aber sagen wir mal, die Gemütslage. Aber in den Kopf, ja. Und klar, wenn Sie jetzt, also unvorstellbar, wenn Sie jetzt Sozialdemokrat wären. Dann würde ich mit Nein stimmen. Würden Sie gegen die Große Koalition? Ja. Auch, das müssen Sie mir erklären, auch wenn Sie damit riskieren, dass die SPD
bei den dann anstehenden Neuwahlen hinter die AfD zurückfällt? Ja, das ist ja immer so ein Argument, das letztlich dazu führt, dass man immer zustimmen muss. Also irgendwas kann immer schlechter werden, aber das super Ding an der Politik ist ja, dass es auch nicht, das passiert eben nicht automatisch, man kann es eben auch ändern oder verhindern. Also steht ja nirgendwo geschrieben, dass die SPD oder wer immer bei der nächsten Wahl verlieren muss. Sieht im Moment nicht so super toll aus, aber... Ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja, aber es ist eben kein Naturgesetz, sondern man kann es ändern. Nee, ich hätte einfach nur... Ich hätte einfach den Parteitagsauftrag ernst genommen, den die SPD damals sich eingesammelt hat. Und die sollten drei Dinge verändern in den Koalitionsgesprächen. Familiennachzug, sachgrundlose Befristung und die Bürgerversicherung oder ein Einstieg in die Bürgerversicherung. Und alles drei haben sie nicht gekriegt. Okay, dafür das Finanzministerium, aber da wäre ich jetzt ein bisschen eher puzzelig als Sozialdemokrat und gesagt, ja, ihr solltet aber nicht das Finanzministerium holen, ihr solltet die sachgrundlose Befristung abschaffen. Deswegen stimme ich nicht zu. Also da bin ich dann ganz klein. Aber als Politikprofi schauen Sie sich doch bestimmt auch auf die anderen Parteien, wie die das machen. Ich meine, da ist die Union, da brodelt es ja auch und da gibt es große Spannungen. Da machen die einen Parteitag und da wird einem ganz warm ums Herz, wie einig sie sich sind, was für Wahlergebnisse man hat. Die kommen ja an, die berühmten 100% von Schulz sind die fast drangekommen, zweimal. Sowohl bei der Abstimmung für Kramp-Karrenbauer als auch für die Große Koalition. Glauben Sie wirklich, dass die Wähler in Deutschland, die deutschen Wähler das honorieren, wenn es so lange und so viel Zoff gibt? Nein, überhaupt nicht. Eben. Und das spürt man ja auch, wenn Leute mit einem reden. Man muss schon sehr lange erklären, warum Politik kompliziert ist. Und Grüne und FDP haben über 20, wahrscheinlich über 40 Jahre eine Feindschaft aufgebaut. Und die kriegt man eben nicht so schnell weg. Aber ja, dann hören die Leute einem zu und sagen, okay, verstehe schon, was du mir sagen willst. Aber verstehen tun wir es trotzdem nicht. Herr Plasberg, haben Sie Mitleid mit den Sozialdemokraten in diesen Wochen und Monaten? Ja. Haben Sie schon mal überlegt, in die SPD einzutreten? Ja, in der Tat gibt es, wir haben in der Redaktion ernsthaft darüber diskutiert, eigentlich müsste man es jetzt, wobei aus Mitleid ist was ganz Furchtbares. Ich finde schon, dass es diese Partei braucht. Ich mache das mal an einzelnen Namen fest. Parteiprogramme lese ich auch ab und zu. Aber wenn ich an einen, zum Beispiel an einen Menschen wie Karl Lauterbach denke, der Mann ist für mich eine Belastung, wenn ich zu einem Facharzt komme. Ich habe noch nicht die Busfrei gemacht. Sie kennen doch den Lauterbach. Da müssen Sie halt, ich bin als Patient hier. Lauterbach ist für Fachärzte. Sie müssen haften für einen Lauterbach? Ja, natürlich. Das ist ja lustig. Ja, klar. Fachärzte, wenn man nur sagt, können Sie die Musik mal lauter machen, dann gehen die schon hoch, weil für die ist er ein rotes Tuch. Aber das ist für mich ein Mensch, der eine ganz andere Karriere hätte machen können, aber er macht aus Leidenschaft Politik. Und diese wunderbare Partei bringt ihn durch ihre Mittelbaufunktionäre, ich glaube, auf Platz 64 der Landesliste. Bedeutet, Professor Dr. Karl Lauterbach muss auf dem Wiener Platz in Köln-Nord, Leverkusen, Straßenwahlkampf machen. Das macht er so gut, dass er zweimal gegen den Trend der SPD, die runterging, direkt diesen Wahlkreis gewonnen hat. Vor dem habe ich allergrößten Respekt. Fachlich gibt es viel zu diskutieren, aber das sind Menschen, die wirklich für etwas glühen, für Leidenschaft stehen. Und ich finde, diese Partei ist manchmal unter Niveau geführt. Und würden Sie der auch empfehlen, nicht in die Große Koalition zu gehen? Nein, das jetzt würde ich nicht. Das haben Sie mich nicht gefragt. Sie haben mich gefragt, ob ich zustimmen okay. würde. Das ist, also Moment, ich korrigiere mich. Das regiere mich ein. Würden Sie auch Nein stimmen? Nein. Nein, ich möchte, dass wir jetzt eine Regierung bekommen, weil mir wird nämlich langsam Angst. Angst und Bange, weil wir hören immer in diesem Land, es läuft doch alles, es läuft nichts. Wir haben einen riesen Investitionsstau. Ich lebe in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich von Köln nach Wermelskirchen, meine alte Heimatstadt, fahren möchte, weil ich da eingeladen bin, da kann ich nicht sagen, ich fahre dann und dann in Köln los, weil ich nicht weiß, wann ich ankomme. Und zwar nicht wegen Schnee, sondern weil wir eine Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen haben, eine Autobahnbrücke, A1 in Leverkusen, da haben sie aus heiterem Himmel Staus, die sie zwei Stunden später ankommen lassen können. Mein Ministerpräsident, der frisch gewählte Armin Laschet, hat die Staus immer noch nicht im Griff, weil er wochenlang in Berlin rumhängt, in Koalitionsgesprächen. Und wenn die eine Runde durch ist, fängt die andere Runde an. Ich befürchte, er kriegt die Stau auch so nicht im Griff, wenn er nicht in Berlin ist. Weil es im Grunde kein Politiker kriegt die Staus im Griff. Also das ist eine traurige Wahrheit. Aber jetzt kommen wir... Die feine Ironie zu überhören, nur um einen grünen Punkt zu machen, ist auch schön. Lass uns doch vom Mitleid, der ein bisschen immer auch was Demütigendes hat, zum Mitgefühl kommen, weil daran hänge ich jetzt noch fest. Sie haben gesagt, es gibt Menschen, die bezweifeln, dass sie zu besonderem Mitgefühl fähig sind. Ja. Wer sind diese Menschen? Vermutlich, und ich hoffe, ich ändere das so langsam, relativ viele grüne Funktionäre, die in Berlin
ansässig waren. Und denen was vorhalten, dass sie so energisch waren? Auf zu schnell auf eigene Rechnung spiele oder so etwas. Und ich glaube, das stimmt nicht. Oder ich gebe mir Mühe. Eigene Rechnung heißt, den Aufstieg geschafft haben. Naja, müssen wir darüber reden? Sie haben damit angefangen. Sie haben mich was gefragt, aber ich habe das irgendwie so versucht, die Zähne abzubügeln. Dass ich das nicht so richtig höre. Nein, also ich meine, bevor ich jetzt Bundesvorsitzender geworden bin, gab es eine Urwahl bei den Grünen zur Spitzenkandidatur, zur Bundestagswahl. Also das ist jetzt so 2 Jahre her, dass das losgegangen ist. Oder ungefähr 2 Jahre her, 2,5 Jahre her, dass ich dann mehr oder weniger aus heiterem Himmel gesagt habe, da, wenn das losgeht, dann trete ich an. Und das hat nicht nur Leuten Freude gemacht. Und die haben alle gesagt, hurra, endlich sagt es mir einer, sondern das hat im Grunde alles durcheinander gebracht. Und da ist Politik dann ja auch nachtragend eine Zeit lang. Und jetzt gebe ich mir Mühe, den Ruf einzusammeln, okay, dass ich ein Egomane bin. Jetzt sind Sie grüner Parteichef zusammen mit Annalena Baerbock. Und in Kürze, nicht gleich, aber in Kürze werden Sie Ihr schönes Amt in Schleswig-Holstein aufgeben, stellvertretender Ministerpräsident. Und dann, was Sie als Minister alles abdecken, das musste ich mir aufschreiben, weil konnte ich mir nicht merken. Aber das ist so schön, das muss ich einfach mal vorlesen. Sie sind Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Wie kommt man zu so einem Titel? Also ich meine, sitzt man da bei den Koalitionsverhandlungen und dann sagt man, das nehme ich auch noch mit oder nein, macht das auch noch was? Vor allem, wir mussten ja eine Auswahl treffen. Also da fehlen die Atomkraftwerke, die Deiche, die Meere, die Flüsse, Seehofer. Ja, finde ich auch. Seehofer hat einen kleinen Zuschnitt. Kleiner Laden, überschaubar im Vergleich zu ihm. Seehofer, ja, und er nennt das auch noch Heimat. Heimat, also das ist ein bisschen albern. Ne? Aber, super Minister. Nein, das liegt im Kern daran, dass Schleswig-Holstein ein kleines Land ist. Wir haben die Staatskanzlei und 7 Ministerien. Und es verbietet sich im Grunde für jede Regierung, die neu entsteht, zu sagen, ach, wir brauchen noch 2 Ministerien mehr. Die Überschriften kriegt man gar nicht mehr eingefangen. Okay, also man muss sozusagen die Aufgaben teilen. Und wir standen 2012, als die Grünen wieder in die Regierung gegangen sind, vor der Wahl, nehmen wir 2 kleinere und ein großes Ministerium, das wäre das Finanzministerium gewesen, oder machen wir 2 starke Ministerien. Und Landwirtschaft und Umwelt gehörten schon zueinander und Atomenergie und den Rückbau der Atomkraftwerke wollte keiner haben, haben wir auch nur Ärger an der Backe damit. Und die Energiewende selbst, die wollten wir dann aber dazu haben und so ist es dann noch mal ein bisschen größer geworden. Jetzt stelle ich Ihnen aber eine Frage, auf die Antwort wartet ganz Norddeutschland. Fällt es Ihnen denn schwer, Schleswig-Holstein Richtung Berlin zu verlassen? Es liegt nicht an Schleswig-Holstein, aber den Job aufzugeben, ja, fiel mir ungemein schwer. Jetzt habe ich mich an den Gedanken gewöhnt und morgen präsentieren wir meinen Nachfolger. Und das kriegt jetzt alles eine Struktur und einen guten Weg. Aber als Minister für diese ganzen Sachen hat man 2 Herausforderungen, die, glaube ich, sehr lehrreich sind für die Politik. Oder ich sage mal, ich habe da unglaublich viel gelernt. Das Ministerium selbst ist total widersprüchlich konstruiert. Also ich bin eben nicht nur Umweltminister oder Energiewendeminister. Das haben wir verstanden, aber ich wollte fragen, ob Ihnen das schwerfällt. Unglaublich schwer. Unglaublich. Aber ja. Sie haben in der Vorbereitung auf diese Sendung unserer Kollegin gesagt, das, was Sie jetzt vor sich haben, die vielen Reisen und so, das macht Sie auch irgendwie jünger. Warum? Ja, ich gebe was auf, was Neues passiert. Und das im Moment lebe ich in so einer komischen Zwischenzeit. Ich muss viel pendeln. Ich habe ja gerade jetzt 2 Jobs mit den Zügen, also sehr früh oder sehr spät an den Bahnhöfen, was nicht lustig Tipps ist bei minus 12 Grad und gefühlt minus 50. Und müde noch. Ja, und dann gibt es halt trotzdem so coole Situationen wie vorgestern, als ich, der Zug kam nicht. Ich stand in Büchen, das liegt zwischen, in Nirvana, wenn ich, Entschuldigung, zwischen Hamburg und Lübeck ungefähr. Und dann stand ich mit 10 Leuten, die sind nachher, weil man konnte sich nirgendwo reinstellen, in den Fahrstuhl gegangen. Also der Fahrstuhl, der vom Erdgeschoss, weil es so schweinekalt war. Mhm. Und es gab keinen Kiosk, es gab keinen Unterstand, es gab kein Café, gar nichts. Wir wollten uns ein Taxi mieten und eine Stunde lang um den Block fahren und uns die Rechnung teilen, weil es so schweinekalt war. Und ich meine, der Fahrstuhl hat gestunken nach kaltem Rauch, nach anderen unleckeren Dingen. Und das macht einen trotzdem natürlich irgendwie freier oder so. Jetzt kann ich hier in der Sendung davon erzählen, wie es war, mit Leuten im Fahrstuhl zu stehen in Büchen. Und die Grünen haben jetzt 9 Mitglieder mehr. Das ist natürlich sehr unministerielle Erfahrung. Das ist eigentlich geil. Haben Sie sonst die erkannt im Fahrstuhl?
Weiß ich nicht, ich hatte eine Kapuze auf, ich war nicht zu erkennen, glaube ich. Aber ja, mit einer habe ich gesprochen, die sagte, das ist so. Aber es heißt, Sie können sehr gut mit Herrn Kubicki. Ja, das beruht auf Gewalt, unsere Freundschaft, glaube ich. Auf Gewalt? Ja. Sie prügeln sich manchmal. Nö, das ist ja in der Politik dezenter. Aber ich glaube, wir haben eine Basis gefunden, weil wir wissen, wenn wir gegeneinander arbeiten, ist nicht klar, wer der Verlierer ist. Als der gefragt wurde, warum gehst du nicht nach Berlin, hat er in einer großen Wochenzeitung einen schönen Satz gesprochen. Die kenne ich, die Zeitung. Die kennen Sie, und kennen Sie auch den Satz? Ja, er würde zum Säufer und Hurenbock werden. Ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Hat Sie das abgeschreckt? Nein, das hat der Kubicki gesagt. Aber ich weiß, das ist ja schon ein paar Jahre her, 10 Jahre vielleicht oder 8 oder sowas. Das war ein doppelseitiges Interview in der Zeit. Und ich glaube, der Satz ist hängen geblieben. Aber Kubicki war damals stolz wie Bolle, dass er ein doppelseitiges Interview in der Zeit hatte. Ich fürchte, Sie haben recht. Ja. Aber Sie haben Familienrat gehalten, bevor Sie diese Entscheidung getroffen haben. Jetzt, dass ich für einen Bundesvorsitz kandidiere. Ja, Logo. Und Ihre Frau soll Sie sehr bestärkt haben, das zu machen. Alle haben das gemacht. Die Kinder auch, mit denen Sie, was ich sehr originell finde, in einer Facebook-Gruppe, Kleingruppe verbunden. Na, irgendwie müssen wir miteinander reden. Vier Jungs. Aber warum haben Sie ihnen das empfohlen? Warum wollten Sie sie aus dem Haus treiben? Nee, so ist es nicht, sondern man hat es ja eben in dem Einspieler gesehen, als ich noch jung war. Meine Kinder sind vergleichsweise alt oder erwachsen und verlassen jetzt die Schule. Ich bin also früh Vater geworden oder wir sind früh Eltern geworden. Und da wartet jetzt gerade keiner mehr auf mich. Die machen ihr Ding. Und insofern ist das quasi eine privilegierte Situation, mit 48 nochmal sich benehmen zu können, als wäre man 18 oder 24. Also einfach was aufzugeben und nochmal loszulaufen. Das ist ganz gut. Und die Jungs Frau? Haben ja, die sind. Hä? Und Ihre Frau? Die findet das auch gut. Weil? Also wir erfinden uns nochmal neu jetzt quasi. Okay. Und die Jungs haben mich eingeholt mit meinen dummen Sprüchen, sind ja alle Handballer, und dann habe ich denen immer gesagt, ja komm, wenn 7 Meter gewerfen muss, dann musst du hingehen und dahin gehen, wo es weh tut und nicht andere das machen lassen. Und das sagen die mir jetzt auch alle. Also jetzt musst du mal zeigen, dass du hier auch beißen kannst und so, und jetzt dich nicht verstecken. Also das haben frage mich, ich meine mich dummen Sprüche von früher habe ich jetzt um die Ohren gekriegt. Wenn ich sie so höre, frage ich mich, ist der Mann, weiß er auch, was er sich einlässt, wenn er nach Berlin geht? Weil Sie reden so offen hier, finde ich, auch gerade als Sie gesagt haben, Sie waren auch mal Täter beim Mobbing. Daraus kann man so viel machen. Und das ist so eine Schlangengrube auch in Berlin. Glauben Sie, Sie sind da wirklich drauf vorbereitet? Das kann ja keiner wissen. Ich weiß nicht, ob Martin Schulz das gleiche Problem vielleicht hatte, dass er sich einfach nicht vorstellen konnte, was da auf ihn wartet. Der ist mit so einer Offenheit daran gegangen. Naja, es ist ja nun mal so in der Politik, dass man nie darauf vorbereitet ist. Also keiner kann einem sagen, wie es ist, Minister zu sein oder Bundesvorsitzender zu sein oder überhaupt Politiker zu sein. Es ist ja kein Beruf. Also man kann das eigentlich ja nur trainieren, indem man es macht. Und klar, man kann natürlich auch versuchen, sich von anderen Leuten was abzugucken, aber das ist dann, wenn man das perpetuiert, glaube ich, die schlechteste Form, Politiker zu sein. Und außerdem muss man ja sagen, er hat ja durch Herrn Kubicki eine gute Schule gehabt da. Ja, ja, aber er lässt ja sogar durchgehen, dass das durchaus das will ich mir nicht anziehen. Das sind schon sehr unterschiedlich. Das ist auch keine Schule. Ich glaube, es ist schädlich bei den Grünen, wenn man zu nah bei Kubicki steht. Ich glaube, das kann er sich nicht leisten. Ist schon das zweite Mal, dass er versucht, sich zu distanzieren. Ja, 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 ich sehe den morgens in der Tiefgarage. Aber er grüßt zuerst. Na, Sie... Wen Sie identifizieren? Nein, ich meine, das klingt so, als wenn man so Distanz halten müsste zu Kubicki. Nein, ich glaube, das einfach jetzt, also vielleicht können wir dann auch aufhören, über Kubicki zu reden, aber okay, unser Politikverständnis und auch unsere Idee von Politik schon sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja. Das Einzige, was funktioniert hat, ist Jamaika in Schleswig-Holstein, und das hat funktioniert, weil wir, also die Grünen und die FDP, sich klar gemacht haben, dass sie sich einigen müssen und es nicht geht, dass man sich quasi von der einen Seite, also schwarz-grün oder schwarz-gelb, einkaufen lässt, weil dann immer automatisch und logischerweise die andere Seite sagt, wir sind voller Misstrauen, wir sind in der Minderheit, wir sind die Kleinen. Das ist was anderes mit der CDU, die sind dick genug und stark genug. Die können das aushalten, wenn sich Grüne und FDP einigen. So, und das haben Kubicki und ich und ein paar andere Grüne und ein paar andere Liberale erkannt. Das ist das Einzige so. Und jetzt, Herr Plasterk hat ganz lieb und wohlerzogen gefragt, ob er eine Frage stellen darf. Ja, Sie sind hier. Aber natürlich. Sie kriegen doch das Geld hier. Ich freue mich auf Ihre Frage. Applaus
Sie haben eben gefragt, sind die Leute das nicht leid, zuzugucken, wie da verhandelt wird, verhandelt wird? Ich glaube, wir müssen geduldig sein. Jetzt ist die Geduld überstrapaziert. Was ich nicht verstehe, vielleicht können Sie es mir erklären, dass ich als Wähler akzeptieren muss, dass die Grünen Prinzipien haben, Doppelspitze, Mann, Frau, Reale und. Und Cem Özdemir ist weg. Ja? Der ist jetzt Bundestagsabgeordneter und nicht erst bei einer seiner wirklich glanzvollen Rede zu den AfD-Anträgen. Dort hat er noch mal gezeigt, was er ist. Der ist aber jetzt weg, weil er durch ein parteibestimmtes Raster fällt. Dasselbe bei Gabriel. Man muss ihn nicht mögen. Wahrscheinlich könnten Andrea Nahles und andere vor Olaf Scholz auch vor Gerichten Schmerzensgeld einklagen, was sie alles unter Gabriel erlitten haben. Das ist aber deren Problem in der Partei. Wenn er jetzt nicht Außenminister wird, weil eben das menschlich Andrea Nahles und Olaf Scholz nicht zuzumuten ist. So, wo ist die Frage? Geht mir das am Popo vorbei? Warum soll ich das als Wähler akzeptieren? Müssen Sie ja nicht, Sie können ja eine andere Partei wählen. Die nee, kann gar nicht. Ich habe bei den Grünen das Problem, die gehen mir flöten. Gabriel geht mir flöten, Özdemir geht mir flöten. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, macht das unter euch aus, aber ich möchte eine bessere Frage. Die Frage ist ja, ich will ja, jetzt habt ihr die einmalige Chance, Herrn Plasberg zu sagen, dass Sie die Frage falsch gestellt haben. Die Frage ist nicht, warum Sie das als Wähler akzeptieren müssen. Sie müssen es als Wähler ja nicht akzeptieren. Sie können ja als Wähler machen, was Sie wollen. Sondern die Frage ist, sind die Parteilogiken synchron mit den gesellschaftlichen Erwartungen? Und das sind sie logischerweise und manchmal bedauerlicherweise eben nicht. Aber bedauern Sie, das war ja seine Frage, dass Cem Özdemir keinen herausragenden Job mehr hat, also der eine Menge Wähler binden kann? Er hat ja noch eine herausragende Rolle. Als Bundestagsabgeordneter mal. Ja, und Verkehrsausschussvorsitzender, und das ist jetzt nicht irgendwie ein Pillepalle-Thema, wir haben gerade das Dieselurteil alle kassiert, da spielt eine Menge von gesellschaftlicher Musik. Und er hat ja gerade gezeigt, haben Sie ja gesagt, Herr Plasberg, welche Reden er halten kann. Und letztlich, und da kann ich Cem nur begrenzt helfen, jeder muss sich seine Mehrheiten suchen. Und entweder findet er in der Fraktion Antwort. Und alle zwei Jahre wird der Fraktionsvorstand neu gewählt. Oder er will wieder Parteivorsitzender werden und dann muss er gucken, ob ich eine Mehrheit finde oder er. Ich meine, wir hatten das vorhin schon mal mit der Sozialdemokratie oder den Neuwahlen, ob man jetzt Angst haben muss. Die Dinge passieren eben nicht automatisch, sondern man muss schon selbst dafür sorgen, dass sie in dem Sinne laufen, wie sie funktionieren. Und die Niederlage ist eben immer mit eingepreist in der Demokratie. Und auch, dass die Dinge nicht so laufen, wie es funktioniert. Besagter Sigmar Gabriel war vor zwei Sendungen hier an diesem Tisch. Hier saß er und hatte erzählt, heiter, nicht klagend, heiter, aber sehr bestimmt, dass er zu einem Essen mit der Queen nicht gehen konnte, weil seine Frau, die mit eingeladen war, das nicht wollte. Wird Ihre Frau Sie hin und wieder zu offiziellen Anlässen, Dinners, Galas begleiten? Oder hat sie eher eine Gabriel-Frau-ähnliche Abneigung? Das wird sie eher nicht tun. Befürchte ich, oder vielleicht hoffe ich das auch. Macht Ihnen das was aus? Weil sie so ehrlich ist. Hm? Ja, das ist dann nicht nur angenehm. Macht Ihnen das was aus? Nö, ich stehe da auch nicht so drauf, auf diese, weiß nicht. Also aber Sie können ja nicht mit schwänzen. Mit Queen und Smoking und so, das ist nicht so meins. Ich friere lieber im Fahrstuhl mit irgendwelchen Leuten. Aber nein, ich meine, das ist doch albern. Ich meine, das ist jetzt ein komischer Beruf, den ich jetzt habe mit dem Bundesvorsitz oder überhaupt Politiker sein. Und der wird ja noch komischer, wenn jeweils der Partner oder die Partnerin den gleichen Beruf gleich so halb mitmachen muss. Das finde ich jetzt, jeder und jede soll sich doch in ihrem Bereich tummeln. Wenn es zusammenpasst und Freude macht, dann ist gut. Aber so eine Art Ehrenkodex, dass jeweils die Partnerin oder der Partner einen begleiten muss, das wäre ja noch viel schöner. Also, aber das ist ja kommt mit, wenn sie, wenn es sie zieht zum Hallig-Hooge. Ja, es gibt eben auch coole Sachen. Also, das müssen Sie erklären. Wir haben ja nicht nur norddeutsche Zuschauer. Was ein Hallig ist? Nein, das müssen Sie nicht erklären, aber was daran so toll ist. Ich glaube, das muss man erklären, damit man versteht, was das Tolle ist. Mhm. Halligen sind eben keine Inseln, weil Inseln in der Regel eingedeicht sind. Also wie Festland mit einem Ring drumherum. Halligen werden überspült. Das ist das System von Halligen. Das heißt, zehnmal im Jahr ungefähr ist Sturmflut und die Nordsee steht auf dem Land und die Häuser sind auf Warften. Also Hügeln, großen Maulwurfshügeln quasi gebaut. Und das macht eine besondere Natur, eine besondere Landschaft aus. Vor allem ein Vogelreichtum, der so wahrscheinlich an keinem Ort in Deutschland zu finden ist. Und es gibt ehrlicherweise keinen ausgesetzteren Ort, wahrscheinlich in Deutschland, vielleicht irgendwelche Alpendörfer, Hochalmdörfer, als diese Halligen. Da gibt es wenigstens noch Hütten. Ja, und man kommt dahin, entweder mit dem Schiff oder indem man durchs Watt wandert. Und
an einem langen Sommertag zu Fuß zu einer Hallig gehen und dann draußen zu schlafen, sich da hinzulegen und einfach weg zu sein, das ist einer der glücklichsten Momente, die man sich schenken kann. Und ja, zu solchen coolen Sachen kommt man eine Frau natürlich mit. Das ist aber natürlich was ganz anderes als so Shishi, ich trinke noch ein Sektchen. Also das, mit Krawatte. Mit Krawatte. Ja, genau, mit Krawatte. Das ist ja. Werden Sie in 10 Jahren noch Berufspolitiker sein? Keine Ahnung. Also, ich gebe gerade einen Job auf, der hätte mir noch eine halbe, wenn ich nicht total Mist gebaut hätte, Garantie bis 2022 gegeben. Jetzt bin ich bis Ende 19 gewählt. Und dann wird man gucken, was passiert. Wenn Cem dann wieder antritt, dann wird es spannend werden. Also, weiß keiner. Aber das ist ja das Befreiende ein Stück weit daran. Also ich habe ja schon angedeutet, wie sehr mir die Konkretion und das Gestalten der Wirklichkeit fehlen wird. Aber das Fantastische jetzt an dem neuen Job, an dem Bundesvorsitz, ist die völlige Unbeschriebenheit der Fläche. Also es gibt eine abstruse oder abstrakte Erwartungshaltung und es gibt eine kurze Amtszeit. Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief. Aber natürlich ist es auch ein totaler Kick zu sagen, wir, also das Team jetzt, Annalena und ich, wir haben im Grunde alle Freiheiten, die wir uns nehmen, die können wir uns jetzt nehmen. Das ist auch super. Würden Sie sich trauen, auf eine sehr komplizierte Frage eine ganz kurze Antwort zu geben? Die Antwort ist ja. Super. Also, weil Sie haben ja ein Buch geschrieben, das ich gelesen habe. Wer wagt, beginnt. Was war das Mutigste, was Sie bislang in Ihrem Leben angestellt haben? Meine Frau zu heiraten. Vielen Dank, alle. Und ich hätte gewettet, dass er das sagt. Ja, wirklich? Ja. Tatsächlich? Ich habe das auch mal gesagt und ein Jahr später war ich getrennt. Also ich will nicht sagen. Lustig, aber du bist ja jetzt inzwischen neu liiert, habe ich gehört. Nein, mit dir? Nein, das ist das neueste Gerücht. Ja, aber schön. Es ist wirklich Quatsch, damit wir es einmal... Möchtest du das dementieren? Nein, natürlich nicht. Gerade sagen, es verletzt mich auch so ein bisschen, wenn du das so deutlich dementierst. Du bist doch alleine. Judith, bitte nicht fortsetzen, weil das Echo ist sonst verheerend und du klagst dann dagegen. Richtig, genau. Robert Habeck, Sie waren ein wunderbarer Gast. Ja. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das uns alle verbindet und alle vereint, denn wir alle essen gerne oder vielleicht auch nicht so gerne, aber wir müssen essen. Und wir haben jetzt eine Expertin bei uns, die das sehr gerne tut und die vor allen Dingen wunderbare Rezepte dafür hat. Sie ist mit ihrem Kochbuch in der Schweiz auf der Bestsellerliste Nummer 1 und wir freuen uns, dass sie bei uns ist, Nadia D'Amaso. Herzlichen Dank. Wir haben uns was mitgebracht, worüber ich mich persönlich sehr freue. Was genau. ist das? Also ich komme ja nie mit leeren Händen. Bei mir geht nie jemand mit leerem Bauch nach Hause. Und das ist eigentlich ein Rezept, was ich eigentlich im Buch habe. Ein gesunder Cheesecake, der nicht gesund schmeckt. Der ist hammerlecker. aber weil ich ja mit dem Flieger hierhin geflogen bin, konnte ich den nicht frieren. Deswegen habe ich den gebacken. Also ich habe den so, wie der ist, zum ersten Mal so gemacht und ich hoffe, der schmeckt und ich würde sagen... Ich würde mich als Beta-Tester... Jeder darf den gerne mal. Was ist denn da alles drin? Weil viele Menschen haben ja mittlerweile sehr viele Allergien und wollen nichts essen. Giovanni zum Beispiel mag nichts mit Laktose zu sich nehmen. Dieser Kuchen kann jeder essen, der irgendeine Allergie hat, weil der ist frei von allem, aber mit ganz, ganz viel Geschmack. Hat also keine Kalorien. Und ganz viel Liebe. Doch, das schon. Genau. Ich habe fürs Publikum auch noch ganz viele Kuchen gebacken, aber ich habe die leider... Ich habe die leider zu Hause vergessen. Soll ich jetzt auch noch weitergeben? Ich glaube, Sie haben es. Also das ist jetzt kein Gluten drin, oder ist was Sie denn auch, nee, ich esse aber nicht während der Sendung, aber sonst verschlucke. Mandeln, Datteln, Pekannüssen, geröstet und dann die Creme ist aus Cashews, da hat Seidentofu, Schweizer Blütenhonig, Vanille, Mandelmus und obendrauf ist so ein gesalzener Mandelkaramell und dann Thymian und wir nehmen dann das Tablett. Während wir hier weiter aufsprechen. Und der Thymian und die Himbeere, die machen es eben so. Über 75 Kilo. Super speziell. Wollen wir das mit dem Essen einfach machen? Wir sind schon versorgt. Ihre Philosophie ist Eat Better,
not less. Genau. Also esst mehr. Besser, nicht besser, weniger. Aber nicht weniger. Genau. Genau. Das ist ja sehr schön, weil die meisten wollen ja immer, dass man weniger isst. Können Sie uns diese Philosophie ein bisschen erklären? Genau, also ich bin aufgewachsen mit ganz viel Sport in den Schweizer Bergen. Ich habe Langlauf, Skilanglauf gemacht. Und als kleines Kind, da kommt man nach Hause und hat Hunger und will essen und halt nicht einfach nur ein bisschen, sondern man braucht die Energie. Und das haben wir auch so gemacht. Und dann mit 16 bin ich für ein halbes Jahr nach Kanada gegangen. Und da habe ich 10 Kilo zugenommen. Bin zurückgekommen, habe ich nicht mehr wohlgefühlt. Und weil ich eben schon immer gerne viel gegessen habe, wollte ich einen Weg oder mir einen Lebensstil finden, der, bei dem ich immer noch halt trotzdem mega lecker und gut und genug essen kann. Und ich habe mich dann mit neuen Zutaten auseinandergesetzt. Ich habe raffinierten Zucker, Weißmehl, Fertigprodukte, ungesunde Fette völlig aus meinem Speiseplan eigentlich ausgelöscht. Wobei sich das ja nach Diät anhört, das sagen ja alle, ne? Man soll kein Weißzucker genau, wenn essen, man soll das Brot weglassen. Wenn man das einfach weglässt und dann einfach anstelle von dem einfach nur eine Gurke isst, dann schon. Aber wenn man die ganzen Alternativen kennt, die man auch brauchen kann, die genauso lecker, wenn nicht noch viel leckerer sind, dann ist es überhaupt kein Verzicht. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten ja. Habeck. Ja, sehr schwer ich halte am Boden. Ja. Euer Antwort ein bisschen fester. Bitte? Man muss sich das ja verdienen. Oh, ja, aber die Gabel bleibt immer drin stecken. Stimmt, und ich muss sie immer mit den Fingern wieder raus. Ist er noch gefroren? Oder? Ja, der war jetzt im Kühler. Der war zum Kühler. Aber sonst schmeckt es. Ich esse mit den Fingern. Das ist sehr gut. Ganz gut. Ja, voll lecker. Danke. Das schmeckt großartig. Ja, ja danke. Ja. Haben Sie dann mit dieser Art zu kochen, Entschuldigung, schmeckt wirklich gut. Haben Sie die 10 Kilo dann wieder abgenommen tatsächlich? Genau, also es gehört natürlich einfach ein gesunder Lebensstil dazu. Also einfach ein Gesundheitsbewusstsein im Alltag, wieder mehr Sport. Einfach das Bewusstsein und die Wertschätzung gegenüber allem und jedem, was man halt braucht und aufnimmt. Und ja, es ist einfach viel hat... Man muss einfach auch ein bisschen lernen, auf sich selbst zu hören. Ich glaube, das ist ganz wichtig und jeder Mensch funktioniert anders. Und ich will nicht sagen, das ist richtig oder falsch oder gut oder nicht gut oder gesund oder nicht gesund. Was ist gesund und was ist nicht gesund? Schlussendlich will ich einfach den Menschen das weitergeben, was mir eine Freude bereitet. Und ich will eigentlich, dass die Leute sich durch das, wodurch ich mich gut fühle, auch gut fühlen. Darum geht es mir. Ich will den Menschen eine Freude machen. That's it. Sie sagen ja auch, es ist ein Lifestyle, den Sie eigentlich vermitteln wollen. Jürgen Tarrach hat auch mal ein Kochbuch geschrieben, habe ich gelesen. Schon einige Jahre her. Ist schon ein bisschen her. Na? Wie hieß denn das Kochbuch? Ja, hat einen leicht provokanten Titel gehabt, Richtig fressen. War auch ein Ratgeber. War ein Ratgeber, da ging es um diese nächtlichen Hungerattacken, die man hat, was man dagegen tun kann, wenn man den Kühlschrank aufmacht und irgendwelche Reste findet und die mit klangvollen Namen versieht. Also zum Beispiel ein Schweinemett auf Thailändisch, also mit einer Thai-Soße und so weiter. Aber ich wollte dazu ganz kurz was sagen, weil das finde ich ganz toll, weil was so doof ist, dass es selbsternannte Aposteln gibt, die immer behaupten, ja, man darf das nehmen, man darf das nicht. Und die Wissenschaft über unseren Stoffwechsel und über wie wir verdauen und so weiter, oder warum der eine dick wird, der andere dünn, ist noch wirklich nicht erforscht. Ja, also das ist nicht erforscht. Ja gut, bei mir ist es klar, ich fress gern und mache keinen Sport. Ja, es ist leider. Das muss man nicht mehr erforschen. Aber insofern finde ich das einen tollen Ansatz, dass man sozusagen dieses, was auch schlecht ist beim Abnehmen, Verbote macht. Also du darfst das nicht mehr oder das nicht mehr. Genau dieses falsche Acht geben aufs Essen bewirkt nämlich, dass man nur über das Essen nachdenkt. Und dann noch mehr isst. Ne? Und dann noch mehr isst ja, das natürliche Hungergefühl verliert. Mhm. Ja, das zum Beispiel. Ich glaube, wenn man jetzt so einen Kuchen isst, dann vermisst man jetzt nicht Zucker und Butter und was auch immer. Super. Es sättigt, also meine Rezepte, die sättigen auch. Die haben viele Nährstoffe, die haben keine Kalorien. Also Kalorien, das ist eben schlussendlich geht es ja darum, ganz oben, es muss lecker sein. Ganz klar. Und dann halt einfach Nährstoffe und man muss sich gut fühlen, man muss Energie haben und man muss nicht das Gefühl haben, man verzichtet auf etwas. Und Mariana, das versuche ich halt. Und Lisa sind in der wirklich beneidenswerten Situation, dass sie so viel essen können, wie sie wollen und müssen.
Also wir dürfen eigentlich alles essen, was wir wollen. Als Sportler, das ist eigentlich ein Privileg. Es gibt andere Sportler, die das nicht dürfen. Die müssen da sehr drauf achten, wie zum Beispiel die Biathleten oder so. Skispringer. Skispringer. Jockeys. Genau. Bei mir ist es aber so, ich habe auch eine Unverträglichkeit gegen Milch. Ich habe auch meine Ernährung komplett umgestellt. Ich koche jeden Tag sehr gerne. Also ich bin auch sehr bewusst bei meiner Ernährung. Und so ein Buch ist natürlich toll. Und in den jungen Jahren, was Sie da gemacht haben, das ist echt fantastisch. Danke. Wow. Herr Habeck, wie ist das denn als Politiker? Noch mal eine Frage an Sie. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, sich gesund zu ernähren, oder? Ständig diese langen Sitzungen, überall Kekse. Ja, die Kekse sind nicht das Schlimmste. Die sind ja selten selbst gebacken. Aber sonst steht ja auch alles rum. Also im Grunde Alkohol, Häppchen und jeder Empfang von irgendeinem Wirtschaftsverband, von irgendeiner Gewerkschaft, von immer fettes Essen. Und das ist schon, also wenn man Lust hat, sich gehen zu lassen, ist der Job eine einzige Verführung, die einzige Hölle. Ja, also, aber stimmt, also Kubik hat schon recht. Also wenn er, ja, wenn man, jetzt, so, jetzt wenn man moralisch ungefestigt, Sie haben den Namen genannt. Ja, nur um zu einem Beispiel zu nennen, wenn man moralisch nicht gefestigt ist, was damit dann passiert. Aber Gabriel saß auch mal hier und hat erzählt, dass es unglaublich schwer ist, schlank zu bleiben als Politiker, weil man eben genau diese Verführung. Aber er hat drastische Konsequenzen gezogen. Das stimmt. Ja. Aber stimmt es, dass Sie wegen Ihrer Arbeit Ihre Essgewohnheiten radikal umgestellt haben? Na, so radikal war das nicht, aber ich habe ja schon erwähnt, ich bin Landwirtschaftsminister und bin dann sehr schnell im Amt Vegetarier geworden. Verständlich. Nachdem sich was angeschaut haben? Applaus. Ja, gar nichts Skandalöses, sondern nur die normale Art, wie wir Tiere halten und wie sie geschlachtet werden. Und ich will jetzt ja keinen Appetit verderben, aber wenn man sich das, wenn man das zulässt, auch die moralischen Fragen dahinter zulässt, dann kann man, glaube ich, nur zu dem Schluss kommen, dass das nicht richtig ist. Und letztlich war das, also ich habe immer gerne Fleisch gegessen, das war jetzt nicht mein Problem und ich bin auch nicht besonders tierlieb oder so, sondern ich hatte nur einfach keine Antworten mehr. Letztlich war es dann einer meiner Söhne, der mich gefragt hat, warum essen wir eigentlich Tiere? Und ich, der Philosophie studiert habe und Politiker bin und auf jede Frage eine verfluchte Antwort weiß, konnte nur sagen, ja, weil wir es immer machen, weil sie gut schmecken, weil es sie gibt, weil es eine Tradition gibt. Und das sind alles Scheißantworten, ehrlicherweise. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch sein lassen. Mhm. Nadja, Sie essen auch kein Fleisch, ne? Genau, ja. Ja, ich denke, es hat einfach auch viel eben mit dem Bewusstsein. Also wir leben heutzutage in einem solchen Überkonsum und alles ist so schnell, schnell, schnell und man denkt gar nicht mehr richtig nach, wieso mache ich das überhaupt? Jetzt nicht nur im Bereich Ernährung, sondern allgemein. Also es ist alles so schnell und man nimmt auf, lässt das wieder gehen, wenn es nicht mehr passt. Aber eben da sage ich nochmals, es ist einfach so wichtig, dass man einfach bewusst durchs Leben geht. Und halt das, was man in seinen Körper gibt, dann auch wertschätzen kann. Und es ist eben, ich will einfach, dass jeder das irgendwo auch erleben kann. Und manche sagen dann, es ist nicht so einfach eben, seien es die Kekse, die da liegen und man greift einfach dazu. Aber es ist immer auch so ein bisschen eine Frage von, wie viel ist es dir wert? Und ich sage immer, ich bin ein Mensch, ich gebe gefühlte 150% oder minus 23, weil 99,9% zu geben, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und wenn man etwas wirklich will, 150%, dann kann man auch diesen Keksen widerstehen. Also es ist immer eine Frage, was ist es mir wert und welchen Kompromiss bin ich bereit einzugehen. Wobei Sie ja von Ihrer Biografie her, glaube ich, auch eine unglaubliche Affinität zu Essen haben. Deswegen sind Sie auch bereit, da 150% zu geben. Es heißt, dass Sie schon als 10-Jährige, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung, 4-Gang-Menüs für Ihre Familie gekocht haben. Wie sah das aus? Genau, also nach dem Kochen wie eine Bombe in der Küche. Ich meine das aber, Menü. Nee, also mir war es immer wichtig, eigentlich Koch nicht einfach nur als sich den Magen füllen, sondern ein Erlebnis drumherum zu kreieren. Ich habe dann irgendwie die Musik laufen gelassen, ein Menü auf ein Blatt geschrieben, an die Wand gehängt, Kerzen, Wein für meine Eltern und dann einfach ausprobiert. Ich habe, seit ich 10 Jahre alt bin, seit mir meine Brownie-Packung, Fertigpackung misslungen ist, habe ich nie mehr nach Rezept gekocht und einfach ausprobiert. Ich wollte immer was machen, neue Geschmacksexplosionen, die man noch nicht kennt. Und ja, seit ich 10 bin, probiere ich aus und koche und
und erfinde neue Komponenten zusammen. Und das macht einfach mega viel Spaß und es kommt aus dem Herzen. Jetzt waren Sie in der Welt unterwegs, in 11 Ländern. Also mit der Schweiz sind sogar 12 Länder, sind in Ihrem neuen Buch verewigt. Ja. Weil Sie haben sich auf eine Reise begeben und haben einfach mal geguckt, was wird dort gegessen. Und waren dann in Bergdörfern, in Peru und ich weiß nicht wo, am Ende der Welt und haben sich inspirieren lassen. Und die Geschichte aus Peru hat mir ganz besonders gut gefallen. Ich hoffe, das war auch wirklich die in Peru. Da hat man Ihnen als Vegetarierin nämlich ein besonderes Festmahl angeboten. Worum handelte es sich? Genau, so in Peru, da sind wir so eineinhalb Stunden... Ich meine nicht die Kartoffeln jetzt. Ich weiß. Sie wissen, was ich meine. Wir sind so eineinhalb Stunden in das Nichts herausgefahren. Und da haben so drei Familien zusammen in einem Steinhaus gelebt. Und die kochen und essen eigentlich nur das, was um das Haus herum wächst. Und das ist Quinoa, Kartoffeln, einfach wirklich ganz, ganz einfach. Und ein richtiges Festmahl in Peru sind Meerschweinchen. Und die können sich das eigentlich nie leisten. Aber weil das halt so speziell war, dass wir da waren, gab es dann eben das Meerschweinchen. Und das wurde dann halt geöffnet und verarbeitet und so weiter und so fort. Und aber es hat mir auch irgendwo gezeigt, auch da, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn man reist um die ganze Welt, muss man offen sein. Doch man muss einfach, ne? Ich glaube, es geht einfach darum, dass man irgendwo den Menschen in jeder Hinsicht Verständnis zeigt. Gibt es in Peru Meerschweinchen Massentierhaltung? Also haben die jetzt ja, Meerschweinchen, glaub, so wie die Lorenzo und Kanickel hatte? Und ja. Eins und das wird dann zu guten Tagen aufgetischt? Also die gibt es einfach am Markt. Ah, okay. Aber ich glaube, die sind jetzt nicht von einer Massentierhaltung. Also aber da, es gibt Meerschweinchenbauern, so wie Schweinebauern in Deutschland. Und gibt es eine starke grüne Partei in Peru, die das verbietet? Das sind alles Sachen, damit ich mich nicht beschäftige. Aber schon mal ein Meerschweinchen gegessen, Herr Plasberg? Ja. Wo? Und zwar mit Appetit in Ecuador. Mhm. Unser vierjähriger Sohn war dabei. Da habe ich ihn angelogen, was es ist. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Es schmeckt hervorragend. Ich weiß, dass ich mich hier zum Outlaw mache. Und dafür klatscht kein Mensch. Nein, nein. Aber zum Gottkonformisten uns beide. Ja. Ich kann, das heißt Queen, ne? So ähnlich. Quinoa? Nee, das Meerschweinchen. Nein, nein, das Meerschwein sagt Quiek. Nicht, es heißt nicht Queen, es heißt Quiek, wenn es geschlachtet wird. Genau. Ja, und das hat man uns eben auch als Gastfreundschaftsmahl angeboten. Und ich habe gerne ja gesagt und habe es auch gerne gegessen. Ich weiß, dass Sie es nicht gegessen haben. Ich habe meines nicht gegessen. Auch weil Sie mal eins hatten als Haustier, das Sissy hieß. Genau. Was ich eine sehr schöne Geschichte finde. Das sind alles sehr schöne Geschichten von Ihren Reisen, die man in Ihrem wirklich, wie ich finde, ganz ehrlich, zauberhaften Kochbuch findet. Und ich koche gar nicht. Also ich finde es einfach nur schön zum Lesen, weil da so schöne Reisegeschichten drin sind. Ja, es ist ein wirkliches Erlebnisbuch, weil ich will den Menschen irgendwie meine Reise wieder ermöglichen. Also man hat Musik zu jedem Land, man hat Geschichten und es gibt eine Spotify-Liste, wo man genau, Musik abspielen kann. Genau, eine Spotify-Liste für jedes Land. Und ich will einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, auf eine Weltreise zu gehen, ohne den Koffer packen zu müssen und das in seine Küche und mit der Familie zu teilen und einfach, ja, es soll ein Erlebnis sein. Wunderbar. Ja. Das Rezept für diesen Kuchen. So wie er eigentlich sein sollte, wenn man nicht mit ihm reisen soll. Das haben wir auf unserer Facebook-Seite. Und viele andere Rezepte stehen in diesem zauberhaften Buch, was ich wirklich sehr ans Herz legen kann. Danke, dass Sie bei uns sind. Danke, Herr Nadja Damasi. Begrüße nochmal ganz, ganz herzlich Johnny Bastian Pillay und der damals in dem Bus saß. Ganz kurz gesehen, zusammen mit seiner Mutter und Frank Plasberg, der damals Reporter war und einen kleinen Ausschnitt mitbekommen hat, dieses Entführungsdramas. Ich weiß, dass Sie sich ärgern, wenn man Ihren Nachnamen falsch aussprechen. Mhm. Ich habe tagelang geübt, nachher wusste ich nicht mehr, ob Pillay oder Pillay. Darf ich Johnny sagen? Ja, dürfen Sie. Das ist auch die Übersetzung von Giovanni, insofern passt das super. Huckelriede, Bremen-Huckelriede, ist keine 5 Kilometer von hier entfernt. Da sind Sie in den Bus gestiegen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie heute daran vorbeifahren? Kommen dann die Erinnerungen wieder hoch oder steckt man das weg, wenn man so lange wie Sie schon in Bremen lebt?
Im Grunde genommen ist es verblasst schon. Oder die Anfangszeit war schon schlimm. Wir sind nicht Bus gefahren, muss man sagen, am Anfang. Also ich bin, glaub, danach? Also ja, 2-3 Jahre danach bin ich keinen Bus gefahren. Obwohl wir manchmal mit dem Bus dahin mussten. Dann bin ich lieber mit der Bahn gefahren oder teilweise Fahrrad und gelaufen. Aber das waren schon... Wie oft haben Sie diese Bilder, oder wie lange haben Sie diese Bilder nicht mehr gesehen, die wir gerade gezeigt haben? Ich glaube, 10 Jahre ist es jetzt her, die letzten. Mhm. Alle 10 Jahre kommt immer irgendwann und fragt nach einem Interview. Mhm. Wo Sie aber noch nie ins Fernsehen gegangen sind, das ist Ihr erster Auftritt hier. Die Buslinie war die Nummer 53. Mhm. Es war ein Zufall, dass Sie die überhaupt genommen haben. Ja, das war ein bisschen makaber eigentlich. Wir sind eigentlich mit der Straßenbahnlinie 1, war das damals, Richtung Aarsten gefahren. Wir haben damals in Kattenturm gewohnt. Wer sich in Bremen so ein bisschen auskennt, kann das ein bisschen nachvollziehen. Die Bahn wurde sozusagen Huckelriede angehalten und uns wurde gesagt, wir sollen aussteigen. Keiner wusste warum. Also wir saßen, kam ja auch keine Durchsage und wir wurden auch nicht gewarnt oder so. Wir wurden einfach stumpf aus der Bahn rausbefördert. Dann standen wir an der Haltestelle und wir Kinder sind zum ersten Bus gelaufen, der vor uns stand. Und das war die 51. Die führt auch nach Kattenturm, wie die 53, aber die fährt einen größeren Bogen. Und meine Mutter, die wusste das, dass das sozusagen der schnellere Weg die 53 ist. Die 51 stand vorne. Dann hat meine Mutter gesagt, nee, wir nehmen die 53 und sind alle zusammen in die 53 eingestiegen. Den Bus gestiegen, den Sie normalerweise gar nicht genommen hätten. Theoretisch gesehen, also es war schon richtig, den Bus zu nehmen, weil es der schnellere Weg war. Mhm. Aber wir hätten ihn als Kinder wahrscheinlich nicht genommen. Wir wären einfach in den Bus eingestiegen, der da stand. Und das Bittere war halt, der Bus, die 51 ist losgefahren. Den Leuten ist nichts passiert. Wir sind in die 53 eingestiegen. Der Bus ist vorgefahren an die Ampel. Und, nur damit dann haben alle verstehen, wie lange, also Sie waren damals 7 Jahre alt, wie lange lebten Sie damals schon mit Ihrer Familie in Deutschland? In Bremen? Wir sind ja als Bürgerkriegsflüchtlinge im März nach Deutschland gekommen oder nach Bremen gekommen. Also März, das sind 5 Monate vor aus Sri Lanka kam. Genau, aus Sri Lanka. Mhm. Und wann haben Sie gemerkt, dass da was nicht stimmte? Als Sie da warteten, dass der Bus abfährt? Ja, als er nicht abfuhr, ne, letztendlich, ja. Weil die Ampel ja auch grün wurde und dann wir die Männer mit den Pistolen sozusagen sahen. Haben Sie gleich gesehen? Ja, also es war ein bisschen surreal, muss man sagen, in der Situation, weil wir als Kinder eigentlich, meine Cousine und ich, wir saßen am hinteren Eingang und wollten immer auf den Knopf drücken, um die Türen zu öffnen. Da musste man früher immer drücken und dann ging die Tür auf und das fanden wir immer lustig und wollten das machen und ja, das war dann so die Situation, wo wir das dann gemerkt haben, dass es jetzt irgendwie anders ist. Die Tür ging auf und keiner ist ausgestiegen, es ist nur jemand eingestiegen und ja. Da waren ja diese beiden Verbrecher schon ziemlich lange unterwegs. Haben Sie, als Sie da in dem Bus saßen, irgendwie Polizei gesehen? Oder eine Absperrung, irgendetwas? Ja, nee, haben wir leider wirklich nicht. Ne, das war auch das Traurige, oder wo ich mich später mal gefragt habe, wieso nicht, warum? Das hätte man alles irgendwie vermeiden können. Wenn man rückblickend drauf schaut, gab es, ich glaube, Situationen, in denen man hätte zugreifen können durch die Polizei oder... Die Geiselnehmer hätten eigentlich gar nicht an den Bus rankommen dürfen. Man hätte das eigentlich weiträumig absperren können. Ich habe dann später Bilder gesehen, wo die Geiselnehmer sozusagen, da gab es so einen Gemüseladen an der Ecke, wo die mit den Geiseln über eine grüne Ampel laufen, 100 Meter, dann über die nächste grüne Ampel laufen und dann zum Bus laufen. Und ich meine, das ist irgendwie schon bitter alles so gelaufen. Ne? Dann gab es eine entsetzliche Eskalation. Der Bus fuhr los, machte Halt an einer Raststätte an der A1. Dort wurde vorübergehend die Freundin eines der beiden Geiselnehmer verhaftet. Und erinnern sich, was dann passiert? Oder haben Sie es selber gesehen? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ja am Anfang neben der Tür gesessen mit meiner Cousine. Und meine Mutter hat schnell reagiert, hat uns gepackt am Anfang schon und ist weiter nach hinten gegangen. Wir saßen dann auf diesem Viererplatz, wo man uns auch sieht. In der letzten Reihe. Nee, das ist die vorvorletzte Reihe sozusagen. Und die ist immer später, immer weiter nach hinten gegangen, wenn es die Möglichkeit gegeben hat, so eine Situation, wo es ruhiger war. Weil die ganze Zeit immer vorne war. Ja, die waren,
ja, da sind ja auch Leute, ältere Leute sind da ja einfach ausgestiegen. Das war dann ja irgendwie auch so eine Situation. Dadurch waren Plätze wieder frei und der Bus war auch nicht so voll. Wir sind, meine Mutter ist dann mit uns in die letzte Reihe gegangen. Als der Bus dann losfuhr, lagen wir unterm Sitz sozusagen quasi oder saßen oft in der letzten Reihe. Und am Grundbergsee war das dann so, dann... So hieß die Reststätte. War das dann so, wir durften auf die Toilette gehen. Und ich hätte eigentlich gemusst, aber ich wollte nicht ohne meine Mutter gehen, weil meine Mutter nicht wollte oder musste. Und sie hat gesagt, wir bleiben hier dann und haben uns dann sozusagen versteckt. Und in dem Augenblick irgendwann eskalierte die Situation. Bis dahin muss man fairerweise sagen, war die Situation durch die Plattform, die die Medien geboten haben, eigentlich ruhig. Und die haben ihr Ding gemacht, haben sich inszeniert und haben uns eigentlich gar nicht so beachtet oder uns auch jetzt nicht vorgeführt. Sie hatten ihre speziellen Geiseln, die sie dafür dann benutzt haben. Und in dem Augenblick schlug es um. Er ist panisch geworden, der Rösner, und schrie halt rum. Das haben wir alle gehört. Und der hat ja wahllos, weil er neben der Tür stand, die Tatjana gegriffen, die Schwester von dem Emanuele. Das war die kleine Italienerin, die genau an Bord war. Und das ist, was mich immer so ein bisschen auch beschäftigt. Danach, ich hätte das auch sein können, sozusagen in der Situation, weil ich da auch gesessen habe. Und dann schlug es um halt. Ne? Und der hat ganz klar, ist dann laut geworden, rumgeschrien, panisch kann man das schon nennen. Ne? Und ja, und der stand halt da und hat dann gedroht. Und wir haben dann natürlich immer also an den Sitzen versucht vorbeizugucken, was passiert. Und dann haben wir es halt gesehen, dass er ihn erschossen hat. Und das war halt blutüberströmt. Und dann kamen ja wieder die ersten Reporter. Das muss man, glaube ich, auch noch mal einen Moment, obwohl das wirklich furchtbar ist, innehalten und noch mal sagen, was da passiert, auch um so richtig zu beurteilen, was da die Reporter angestellt haben. Ja? Dieses Mädchen wurde zunächst gegriffen von einem der beiden Geiselnehmer und dann sagte der Bruder, Emanuele De Giorgi, nimm mich. 14 Jahre alt. 14 Jahre alt. Und das hat ihn das Leben gekostet. Er wurde kaltblütig erschossen. Und dann sind Sie, wie ging es für Sie weiter? Die Situation, zum Glück durfte die Frau Löblicher wieder zurück. Und dann das heißt zum Glück, dass nicht noch mehr Leute erschossen werden. Ja, das ist damit gemeint. Halt, ne? Ja. Also ich glaube, die hätten, also das war eine unkontrollierte Situation, unnötig herbeigeführt von der Polizei, muss man einfach sagen. Weil im Grunde genommen, es war nett, in Anführungsstrichen, dass wir auf Toilette gehen durften, dass die das ermöglicht haben. So, ne? Und dass da jemand Schmiere stehen muss, ist klar. Und ich meine, wie idiotisch ist es, jemanden zu verhaften, wenn der Bus voll ist? Also das sind natürlich so Sachen, die man einfach... Der Bus fuhr dann weiter nach Holland. Genau. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Ja, in Holland war ein ganz anderer Zug drin, muss man ganz ehrlich sagen. Wir standen in so einer Landstraße. Und die holländische Polizei war rigoros. Also du hast... in dem Waldstück sozusagen die Polizisten mit ihren, also die Scharfschützen mit ihren Gewehren und den Laserpointern gesehen, wie die sozusagen immer rumgingen. Das haben wir auch gesehen. Dann ist der Rösner halt irgendwann durchgedreht, hat rumgeschrien, dass sie damit aufhören sollen. Und ich kann das nur natürlich im Nachhinein sagen, die haben es gut gemacht. Wir sind freigelassen worden morgens, ich weiß nicht, 4 Uhr, 5 Uhr oder so. Aber meine Mutter musste im Bus bleiben, ich und meine Cousine und mein Cousin. Und die Tatjana sind dann sozusagen freigelassen worden und in ein Krankenhaus in Holland gebracht worden. Und die beiden Verbrecher fuhren dann weiter mit zwei Geiseln in einem Wagen, der dann bereitgestellt worden war. Dann gab es die nächste Station, über die wir auch noch sprechen werden. Wie sind Sie dann selber nach Bremen zurückgekommen? Haben Sie daran Erinnerung? Ja, wir waren im Krankenhaus und dann ein paar Stunden später wurden dann ja sozusagen in unserem Fall die restliche Familie dann freigelassen. Und dann wurden wir mit einem normalen Bus oder Reisebus wieder zurückgebracht, hier nach Bremen. Hat sie jemand freundlich aufgenommen? Ja, ich glaube, es kam jemand zum Händeschütteln und hat sich noch mal eben kurz präsentiert. Und das war's dann. Ne? Für die ganzen nachfolgenden Jahre und Jahrzehnte? Für die letzten 30 Jahre war es das, ja.
Johnny, mir imponiert das sehr, dass Sie hergekommen sind und das erzählen. Danke erstmal. Entschuldigen Sie, wenn Ihnen die eine oder andere Frage penetrant vorkommen sollte. Kein Problem. Okay. Ja, wir haben es gerade gehört, als Sie raus waren aus der Situation, ging die Geiselnahme an sich noch weiter, und zwar mit den beiden weiblichen Geiseln, mit Silke und Ines. Und dann wurde das Gladbecker Geiseldrama auch Teil von Frank Plasbergs Biografie. Wie hast du damals von dem Geiseldrama erfahren? Durch die Tagesthemen. Ich war auf dem Geburtstag meiner damaligen Freundin, das war der 17. August, und wir haben all das gesehen in Bremen. Also ich kann auch nicht sagen, ich hätte es nicht gewusst. Ich wusste, was in Bremen passiert war. Ich habe Rösner gesehen, die Bilder, die wir eben gerade auch gesehen haben. Wir haben gefeiert und ich bin nachts noch nach Köln, nach Hause, und um, weiß ich nicht, 8:30 rum rief mein Sender an, der Südwestfunk, und sagte, die sind bei dir. Ich wusste auch sofort, was die meinen. Fahr hin. Und vergiss dein Tonband nicht. Dann bin ich hingefahren mit der Vespa und meinem Tonbandgerät und war erstaunt, dass da keine Polizei war, und kam in diese Situation, Breite Straße eben. Das war eine surreale, das Wort haben Sie eben schon mal gebraucht, Situation, weil es sehr ruhig zuging. Das war eine Art journalistisches Drive-in. Also es gab Zuschauer, es gab Kollegen, es gab Passanten. Es gab keine Handys. Das gab es damals noch nicht, aber sonst gab es alles. Drive-in ist ein gutes Wort. Es war so ähnlich, ja. Ja. Und Wir haben eine Szene aus dem Spielfilm, der jetzt gezeigt wird, in der ARD, der genau diese Szene einmal zeigt, damit man sich das noch mal vorstellen kann, wie surreal das tatsächlich war. Das schauen wir uns jetzt mal an. Frank, wie viele Menschen standen um dieses Auto herum, in dem die Geiseln ja um ihr Leben fürchten mussten? Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Wir zeigen auch diese Ausschnitte zum ersten Mal. Ja, das wirklich im deutschen und das Fall trifft ist. Es eigentlich ganz gut. Also wenn ich das so nach 30 Jahren noch in Erinnerung habe, trifft es das wirklich ganz gut. 100, 150 Leute ungefähr. Und keine Polizisten, auch hier keine Polizisten. Keine erkennbaren Polizisten. Es waren wohl, da vermischen sich bei mir dann spätere Erkenntnisse damals. Es gab wohl Polizisten in Zivil. Ich finde es schwierig. Also natürlich gab es sicher Polizeiversagen, aber in der Situation, was sollten die machen? Weil sie da bei 150 Leuten nicht mehr zugreifen konnten, und die Polizisten in Zivil, Polizeireporter in Köln, ich war in Köln kein Polizeireporter, ich war Radioreporter, die kannten dann auch die Polizisten, also die waren dann auch nicht mehr undercover da. Es soll ja sogar schwierig. Szenen gegeben haben, wo Journalisten dann die Geiselnehmer gewarnt haben, dass hier Polizisten in Zivil jetzt gerade sich unter die Journalisten. Das habe ich gehört, haben. Das meinte ich auch, aber das weiß ich halt nicht. Aber das kann hast das sein. Du denn auch ein Interview geführt in genau dieser Situation? Weil es gab ja ein Interview von dir, ne? Mit dem Rösner. Ja, ich habe mich dort angestellt, ja. Also ich war einer von denen, das muss man mal genauso sagen, und habe Rösner 3 Fragen gestellt oder 4. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir aus der Situation von heute auch keine vernünftigen Fragen vorstellen. Das merkt man ja auch dort. Was machen Sie in Köln? Die Marion Löblich hat ja dann da im Film jedenfalls auch eine halb sarkastische Antwort drauf gegeben. Ich habe das gemacht. Und das heißt, du kannst dich an deine Fragen nicht mehr erinnern? Nein. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich bin auch gefragt worden, und der Drehbuchautor hat beklagt, dass er das Interview nicht hatte. Das gab es nie. Ich habe das aufgenommen und habe insofern noch funktioniert, indem ich in Baden-Baden bei meinem Sender angerufen habe und gesagt habe, ich spiele das nicht live ein. Ich hätte das live einspielen können. Wir haben die Tonbandgeräte ans Telefon angeklemmt. Das konnte man damals noch machen, Muschel aufschrauben, ranklemmen. Und so haben wir gesendet. Das ging noch. Ich hätte es live einspielen können. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, ich überspiele euch das und ihr entscheidet bitte, ob ihr das senden wollt oder nicht, mit der professionellen Distanz und auch mit der tatsächlichen Distanz. Und sie haben es nicht gesendet. Was nicht gesendet wird, wird nicht archiviert. Das wird vom Bobby gedrückt, wie es damals hieß. Und deswegen gibt es das nicht mehr. Ich hatte es auf einer Kassette, hier habe ich wahrscheinlich 4-mal überspielt. Zeitgeschichtlich war das an dem Tag auch nicht klar, dass das vielleicht mal für ein Drehbuch gebraucht würde. Hattest du denn gar keine Skrupel in dem Moment? Oder war das auch so eine, ja, wenn ich Skrupel gehabt hätte, so eine Gruppendynamik, die da entstanden ist? Ja, ich habe daran gedacht, dass ich das eben erzählt hätte. Wenn ich Skrupel gehabt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Es ist sehr schwer zu sagen, in einer Biografie jetzt sagen, ich würde das nie mehr wieder machen. Natürlich würde ich es nicht wieder machen mit dem Wissen von heute, aber es gehört zu meiner Biografie. Es ist auch keine Entschuldigung, dass das alle gemacht haben. Ich könnte jetzt sagen, in dem Film Tagesschau. Es waren nicht nur durchgeknallte Polizeireporter oder über ehrgeizige
Radioreporter vom Südwestfunk. Und das ist ja das Fatale, in dem es alle sind. Ich sage nicht Mann, weil Mann ist immer eine Entschuldigung, sondern man muss sagen wir. Ja, ich und die anderen, wir waren das. Und ich glaube, es fing damit an, in dieser Geburtstagsfeier waren sehr viele Journalisten und wir haben dieses Staunen, was da in Bremen passierte, was wir da gesehen haben, das haben wir aus der Distanz heraus nicht für möglich gehalten. Ja, also wir haben es auch analysiert. Das ist aber was anderes, ob du analysierst oder ob du den Reporter-Anruf kriegst, geh raus. Was ich daraus gelernt habe, ist für mich jetzt nichts groß Medienethisches. Ich bin auch der festen Überzeugung, wenn die Polizei das zulassen würde heute, würde das noch viel schlimmer werden. Weil die Finanzsituation von Reportern ist so prekär, dass die für exklusive Töne alles Mögliche machen würden. Dazu kämen noch die Handy-Reporter. Sie hätten einen Facebook-Livestream. Also das wird sich nicht, glaube ich, viel gebessert haben. Ich habe für mich persönlich, und das ist auch nicht leicht, neben Ihnen zu sitzen heute Abend, aber irgendwann mal den Schluss gezogen, dass man das, was man an Maßstab für privates Verhalten anlegt, auch auf berufliches Verhalten anlegen kann, ohne dass man dann sagen muss, ja, es gibt ein Berufsethos oder du musst als Reporter irgendwas machen. Wenn man nicht zu sehr unterscheidet, was würdest du als Privatmann tun und was würdest du nicht tun, dann hilft das auch im Beruf weiter. Herr Plasberg, damit wir da nicht so schnell rauskommen aus der Nummer. Das war ja, also selbst der kritische und aufgeklärte Chefredakteur, damalige Chefredakteur von Radio Bremen, hat es in einem Kommentar so halbwegs noch verteidigt, was damals geschehen war. In Wirklichkeit muss man sagen, es war ein Sündenfall der deutschen Medien. Und ich bin relativ optimistisch, dass wenigstens dieser Fehler nicht wiederholt wird. Weil Sie sagen, durch Social Media wird das schneller verbreitet noch als damals. Ich glaube, der Shitstorm bei den ersten Bildern, beim ersten Ton wäre so groß, dass selbst Journalisten davon ablassen. Da wäre ich mich auch nicht sicher. Ich habe jedenfalls diese große Hoffnung. Ja, das war die Hoffnung unserer Welt. Es war ein Sündenfall, wie schlimmer nicht geht. Ja, da sind wir uns ja einig. Aber ja. Die Frage ist, ob sie es wiederholen wird. Dass die Verbrecher da Pressekonferenzen geben können, ich hoffe... Also seitdem ist es ja verboten, dass mit, ne, also während laufender Strafverfahren. Genau, der Bundesrat hat heute, komme ich ja gerade aus Berlin, Gesetze auf den Weg gebracht, Gaffen, also das Handyfilmen bei Unfall, zu bestrafen. Weil Leute nicht helfen, wenn jemand blutend auf der Straße sieht, sondern erstmal filmen. Klar sind wahrscheinlich Journalisten bessere Menschen als andere Menschen, aber sicher kann man da nicht sein, da bin ich schon mit Johnny. Während laufender Straftaten Interviews mit den Straftätern führen. Das ist seitdem quasi festgeschrieben. Im Grunde genommen war es an dem Tag eine unterlassene Hilfeleistung von der Polizei, muss man ja sagen. Das hätte ja alles nicht so weit kommen müssen. Hat andere Menschen in Gefahr gebracht. Die Polizei hat ja die Menschen in Gefahr gebracht. Und die Reporter haben die Gelegenheit genutzt. Das ist Gelegenheit man muss Liebe. Niemand. Ja, man muss nicht, aber sie haben es ja selbst gezwungen. Die Leute niemand hat uns gezwungen. Genau, aber wir waren auch existenziell nicht gezwungen. Deswegen, da ist natürlich auch so etwas drin. Natürlich kann ein Reporter immer sagen, es ist mein Job, aber es ist dann auch, glaube ich, sowas wie Sensationslust dabei. Und auch ein Das Teil meines Lebens, wenn einer da reinsteigt und den noch raushilft, aus Köln rauszufinden, das ist persönlicher Egoismus und die Gier auf eine gute Geschichte. Darf ich mal eben widersprechen? Nur ungern, ich möchte Udo Röbel auch nicht in allen Punkten da verteidigen. Wahrscheinlich war das der eingestiegen ist. Ich habe seinen Namen nicht genannt, aber es war er. Ja. Ja, er gibt dazu auch Gespräche. Die wollten rausfahren. Der spätere Bild-Chefredakteur. Ja, damals war Express-Chefredakteur. Genau. Die wollten rausfahren und die Situation drohte zu eskalieren, weil das ist auch in dem Film zu sehen oder in dem Einspieler zu sehen, wo Rösner mit Waffengewalt auf alle Umstehenden zielte dort. Polizei war nicht dort und ich will jetzt nicht, er hat das auch selbst nicht verteidigt, aber in dieser Sekunde hat er entschieden, dass er dafür sorgt, dass die da rausfahren können. Da wurde so ein Poller hochgezogen und dann sind die rausgefahren. Das sind Grenzüberschreitungen, die sich lange aufgebaut haben, aber sozusagen das schuldhafte Verhalten fängt weit vorher an. Definitiv. Also, in dieser Situation hat er vielleicht gedacht, er rettet Menschenleben. Ich glaube nicht, weiß ich nicht, dass er da an den Scoop des Lebens dachte. Also, wenn ich noch dazu was sagen darf. Ja, unbedingt. Wir waren ja im Bus. Und das Makabre oder wirklich das Traurige war einfach, wir saßen im Bus wie Tiere im Käfig. Mhm. Die Reporter sind reingekommen, haben draufgehalten, haben noch mal irgendwo ein Mikro dazwischen gehalten, sind wieder rausgegangen. Mhm. Und wir sind drinnen geblieben.
Die haben Silke Bischof gefragt, also entschuldige, dass ich jetzt mein eigenes Nest beschmutze, aber es gehört zur Wahrheit dazu. Ja, klar. Die haben Silke Bischof gefragt, wie sie sich fühlt mit der Pistole an der Schläfe. Das ist doch obszön. Ja. Und in der Dokumentation, die nach dem zweiteiligen Film gezeigt wird, kommt die Mutter von Silke Bischof zu Wort und sie sagt wörtlich, ich habe es mir mal aufgeschrieben, diese blutrünstigen Menschen stehen um ein Auto rum, wissen, da sitzen zwei Mädchen drin, widerlich. Das kann man natürlich verstehen, dass eine Mutter so viele Jahre danach das immer noch sagt. Wie beurteilst du die Situation heute vor dem Hintergrund auch, dass Degowski freigekommen ist jetzt am 15.02.? Er ist wieder auf freiem Fuß unter neuer Identität. Das ist eine Frage der Justiz. Er hat seine Strafe abgesessen, er hat Prognosen bekommen. Da sind wir dabei zu diskutieren, was ist lebenslänglich, was ist nicht lebenslänglich. Die Situation damals war tatsächlich so erkennbar, das hat Drößner ja auch gesagt, zu ihrem Bremen, glaube ich schon. Er hat ihn als sozusagen als Waffe, glaube ich auch, weil er für den keinen Splint hatte. Der war getrieben, ängstlich. Drößner sitzt noch, wird wohl auch so schnell nicht rauskommen. Der gilt als der Gefährlichere von den beiden, ne? Ja. Das ist Ansichtssache, ne? Mitläufer. Täter ist Täter, ob Mittäter oder Täter. Mhm. Aber ist denn für Sie auch weder Opfer noch Täter, also die Leute, die eigentlich das von außen sehen, genauso Täter? Jeder, der es unterstützt, jeder, der nicht eingreift und jeder, der versagt, wenn Menschen leiden, macht sich mitschuldig. Wir müssen aus dieser Geschichte lernen. Ich hoffe, das haben wir. Denn im Zeitalter der Digitalisierung ist es noch gefährlicher. Wir müssen daraus lernen. Und dieses Mitmachen schützt er nicht. Egal wie. Man kann nur gemeinsam was verändern. Das, was Sie gesagt haben mit dem Mitmachen, das ist, glaube ich, in der Situation etwas, was eine normale menschliche Reaktion außer Kraft setzt. Nämlich die Dynamik. Entweder Mitleid mit Ihnen oder vielleicht auch persönliche Angst. Ja, das sind ja beides. Ja, die Angst muss man schon. Die eigene Angst kann ja auch ein Motiv sein, nicht hinzugehen. Aber dieses, das habe ich ganz am Anfang gesagt, es haben alle gemacht. Und das nimmt von jedem einen Teil an Verantwortung weg. Und in diesem Prozess darfst du nicht einsteigen. Dann passiert das, was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass es ja im Februar passiert, dass Degowski freikommt? Also, ich schätze es, in Deutschland zu leben. Und ich akzeptiere auch die Gesetze hier. Und die Gesetzgebung hat das so entschieden. Und ich akzeptiere das. Aber innerlich haben Sie... Ja, das ist eine schwierige Frage für mich zu beantworten, glaube ich, wenn ich sie offen und ehrlich beantworten soll. Die trauen die sich nicht richtig. Ja, genau. Wie geht's denn Ihrer Mutter heute? Ja, die hat das, glaube ich, nicht so gut verarbeitet und die leidet noch heutzutage darunter. Die hat natürlich immense Verlustängste gehabt und die war natürlich auch älter und für sie war das natürlich viel traumatischer als für mich. Ne? Weil es sie erinnert noch hat zusätzlich an das, was sie auf Sri Lanka erlebt hat. Genau, wir sind ja sozusagen, im Grunde genommen kann man sagen, sie war schon erfahren in der Hinsicht. Mhm. Wir sind geflüchtet unter Beschuss und daher lag sie schon mal auf mir drauf und hat mich beschützt und so hat sie auch gemacht. Weiß Ihre Mutter, dass Sie heute hier sind? Ja, weiß sie. Sie hat Angst und findet das nicht gut. Aber warum sind Sie dann trotzdem gekommen? Weil ich das wichtig finde, dass man einmal erwähnt, dass uns in diesen 30 Jahren keine einzige Hilfe, sei es psychiatrische Betreuung, psychologische Hilfe, im Gegenteil, wir wären sogar ein Jahr daraufhin abgeschoben worden normalerweise. Dann gab es zum Glück eine Gesetzesänderung und ja, deswegen kann ich noch hier sitzen. Aber im Grunde genommen hat sich keiner mehr für uns interessiert. Ging es den anderen Opfern auch so? Also wissen Sie zum Beispiel, was aus der Familie De Giorgi geworden ist? Das war ja, Sie kannten sich ja schon vorher. Genau, die Tatjana war bei uns auf der Schule. Mhm. Und die Familie De Giorgi hat bei meiner Tante gewohnt. Wir haben in so einem Hochhauskomplex gewohnt und die hat direkt darüber gewohnt. Daher kannte man sich, weil das eine Siedlung sozusagen war. Mhm. Und man hat miteinander gespielt, auch wenn man da... Ich war ab der ersten 5 Monate gewohnt, aber alle Kinder kannten sich sozusagen. Und haben Sie noch Kontakt zu denen? Nein. Gar nichts? Danach sind die auch, glaube ich, relativ schnell weg. Okay. Also, ich bin sicher, dass dieser Fall noch mal sehr das Land auffüllen wird. Es sind 2 Abende in der ARD im Zeichen dieses unfassbaren Dramas. Am Mittwoch der erste Teil dieses Films, von dem wir einen kleinen Ausschnitt gesehen haben.
am Donnerstag den zweiten Teil und dann eine Dokumentation, die wir zu Beginn gesehen haben. Ich will nur noch eins nachtragen, weil das auch so empörend ist. Eine, die mit Ihnen im Bus war, hat dann Jahre danach psychiatrische Hilfe angefordert. Mhm. Und nach 6 Wochen hat die Krankenkasse diese Unterstützung wieder. Also nach 13 Sitzungen, ich glaube, oder 12 Sitzungen ist, 6 Wochen. Diese kriegt man auf Schein wieder, und dann ja. wieder zurückgezogen. Das die sollte sie selbst bezahlen. Ganz genau. Vielen Dank, auch wenn es schwer war. Gerade bei mir. Danke, Herr Platt. So, wir haben jetzt einen harten Themenwechsel, aber so ist das in einer Talkshow. Wir sprechen jetzt mit einem der meistbeschäftigten Schauspieler in Deutschland, der eine ganz neue Facette von sich gezeigt hat. Und ich freue mich wirklich drauf, dass wir jetzt darüber sprechen können. Jürgen Tarrach ist bei uns. Wir haben gerade über ein großes Drama gesprochen. Sie haben ein ganz, 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 ganz kleines erlebt. Sie sind ohne Gepäck angekommen. Der Koffer war weg. Die Anreise war beschwerlich. Deswegen haben Sie Ihr Handy an, damit Sie immer noch angerufen werden können, falls er wieder auftaucht. Ist das richtig? Also wenn es gleich klingelt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ist jetzt schwer, wirklich heiter zu sein nach dieser schweren, nach diesem schweren Thema irgendwie. Ja. Es ist eigentlich eine Marginalie, aber der ist abhandengekommen. Ich drehe gerade in Melk, im schönen Melk in Österreich, einen österreichischen Kinofilm. Und bin gestern also von Melk nach Wien gefahren worden und dann guter Dinge auf meinen Flug gewartet. 10 Uhr noch was, irgendwie um pünktlich. Ich hatte in Hannover auch eine Veranstaltung, eben diese Facette, über die wir diese noch... Diese neue reden. Facette? Soll ich das jetzt schon verraten? Nein. Also nach Hannover sollte es sein. Dann war es ein bisschen spannend. Genau. Und dann wurde der einfach gecancelt, ohne Angabe von Gründen. Gut, dann wurden wir auf den nächsten Flug umgebucht, 15.30 Uhr. Dann habe ich im Vienna Terminal Sacherkugeln mir angeschaut und Mannerschnitten. Und dann war es endlich dann soweit und das Boarding begann und das war alles ganz toll und irgendwann plötzlich wurde das Boarding abgeschlossen und getuschel und dann wurde ein Polizist bestellt, der kam, das war ich das überhaupt Lustigste daran, weil dann wurde die Nachricht verkündet, ja, es können keine Passagiere mehr aufgenommen werden, das Flugzeug ist übertankt. Übertankt? Ja, und deshalb übertankt dürfen... hatte ich schon mal gehört, aber übertankt? Nein, es ist übertankt, noch nicht. Ja. Haben sich auch etliche darüber aufgeregt, gesagt, das ist doch, kann doch jetzt nicht stimmen. aber deshalb war ja der Obrist da von der österreichischen Polizei. Der hat dann auch gesagt, jetzt bitte mal zuhören, wie in der Schule. Ich weiß nicht, ob das mit der neuen Regierung in Österreich zusammenhängt, aber gut. Also ich stand wieder wie ein Depp da vor dem Dings und kam nicht mit. Der nächste Flug hätte sein sollen 19.30 Uhr. Heute habe ich erfahren, der ist dann 21 Uhr abgeflogen, wenn er überhaupt abgeflogen ist. Dann habe ich meine Filmproduktion angerufen und gesagt, ihr bucht irgendwas in der Nähe von Hamburg, weil ich wollte unbedingt noch zu dem Abend da ankommen. Und bin nachher über Hamburg geflogen, also nach Hamburg mit der Austrian Airlines. Das hat geklappt. Die andere Linie war, da heißt irgendwas mit Euro und Wings. Das nennen Sie jetzt gerne, ne? Weil Sie haben so ein bisschen so einen Hals. Ne? So ein bisschen schon, ja. Also die Wings sollte man vielleicht... Die Wings sollte man da doch streichen. Also, um es kurz zu machen, ich bin dann über Hamburg dann nach Hannover und dann haben wir noch nett zusammengesessen und dann bin ich heute eben nach Bremen. Und mein Koffer war aber weg, weil der ist durch dieses ganze Durcheinander irgendwo im Nirgendwo verschwunden. Habe natürlich dann auch noch ein Dings ausfüllen müssen. Und in der, man kann das dann online verfolgen, da stand heute endlich beruhigend, Koffer ist lokalisiert. Wird zum Zielflughafen geflogen. Irgendwann, in ferner Zukunft. Naja, ist die Frage, wo ist er lokalisiert und welcher Zielflughafen? Und dann habe ich extra für euch, es ist also ein sehr teurer Abend für mich geworden. Ich hatte ja nichts, ja, nur altes Zeug, Reisezeug an und habe mir neue Schuhe gekauft, neue Socken, das Sakko. Komplett neu eingekleidet. Das Hemd, ja. Extra für Unterhose uns. Auch. Sehr schön. Wir wissen das zu schätzen.
diesen ganzen Aufwand. Also aber das hat ja nicht nur mit uns zu dürfen tun. Dürfen Sie die Rechnung einreichen? Eurowings. Bei uns? Bei Eurowings. Bei Eurowings. Ersatzkäufe sind, glaube ich, gestattet, genau. Aber dann muss der Koffer irgendwie 3 Millionen Stunden weg gewesen sein. Da nee. Kriegt man auch ein bisschen Geld zurück. Das ist immer ganz schön. Na gut, aber ich brauchte eh neue Sachen, also um es ein bisschen abzumildern. Und diesen ganzen Aufwand haben Sie natürlich nicht nur für uns betrieben mit dieser ganzen Reise, sondern auch wegen Hannover. Und jetzt lösen wir mal auf, was Hannover mit Ihrer neuen Facette zu tun hat. Denn ja, Wahnsinn, Hannover ja. zeigt Bilder von Ihnen. Es gibt ein Porträt über Sie im Theatermuseum. Mhm. Und dort werden auch Werke von Ihnen ausgestellt. Sie malen nämlich. Und Sie haben uns auch 2 Bilder mitgebracht, damit wir mal gucken können, wie das aussieht, wenn Jürgen Terrach malt. Vielleicht können wir das erste Mal sehen. Und Sie, eine Frau? Ja. Würde ich sagen? Okay. Ja? Also das Bild hat ein etwas... epischen Titel, das heißt Die dicke, männerfressende Chinesin denkt plötzlich über ihr Leben nach. Okay. Ja. Und Sie haben der dpa gesagt, dass Sie gerne nackte Frauen malen. Nein, das habe ich so natürlich nicht gesagt. Das ist die Presse, die das immer so... Also das stand da so drin. Ja, ich weiß. Nein, ich wurde gefragt und die Frage war toll. Was lohnt es denn zu malen? Und da habe ich gesagt, ja, ein weiblicher Körper ist immer... ein dankbares Motiv. Ja. Und das nennt man in der Malerei auch manchmal einen Akt. Und die haben daraus gemacht, male gerne nackte Frauen. Aber ich gebe es zu. Eine natürlich. Zulässige Zuspitzung, würde ich aber sagen. Ach, so wir hatten schon schlimmere Sündenfälle in der Presse heute in dieser Sendung, tatsächlich. Das stimmt. Ich habe es ja auch jetzt locker weggesteckt. Wie kommen denn diese Bilder beim Publikum an? Sehr gut. Also es ist ja so entstanden. Es entsteht ja immer über Freunde. Ich habe es ja nur für mich zur Freude, zur Entspannung, zur Meditation gemacht. Und weil ich Farben liebe und Stifte liebe und Papier und so weiter. Und das war so ein langer Weg. Und dann habe ich das Freunden verschickt. Und da gab es dann plötzlich Fans. Und das waren dann immer so Postings, die ich dann... Und dann habe ich sehr viele Likes bekommen. Und jetzt diese Ausstellung gestern, zu der ich viel zu spät kam... wurde mir dann gesagt, also es ist sehr gut angenommen worden. Es gibt schon einen Käufer von einem Bild und es gibt schon einen Galeristen in Hamburg, der meine Sachen haben will. Also, wie groß sind die Bilder? Die sind noch nicht so groß, weil ich habe ganz klein angefangen, weil ich komme sozusagen ja auch aus kleinen Verhältnissen und da ist ein Aquarellpapier, was wahnsinnig teuer ist und Aquarellfarben auch was, also wenn man gute hat, sind die doch relativ teuer. Und das hat, und dann habe ich mir aber mal Aquarellpapier gekauft und 10 Blätter für 23 Euro und habe Angst gehabt, das voll zu malen, weil wenn es nichts ist, dann habe ich... Oh, das ist aber sehr sympathisch. Ja. Es braucht ja Mut. Das ist, insofern sind ja auch Sie die... Sie wollten das teure Papier nicht verschandeln. Ich wollte das nicht verschandeln, weil ich ja noch viel üben muss. Und ich weiß, es kann völlig misslingen und dann muss ich es wegwerfen, das Papier. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier gerade dabei sind, wenn ein Künstler geboren wird, ein neuer Impressionist der Gegenwart. Aber eigentlich kennen wir Sie natürlich als Schauspieler, Herr Terrach. Und wir gucken uns jetzt mal ein paar Rollen an. Wir haben so ein bisschen was rausgesucht und auch einige Preisgekrönte sind dabei. Und es endet mit dem aktuellen Film. Ich bin gespannt. Sehr schön. Während der Film lief, muss es wiederholen für unsere Zuschauer. Das war klar, dass die Szene kommt. Ich finde, dass diese Pup-Szene als die schönste Flatulenz-Szene der Filmgeschichte in die Annalen eingehen könnte. Hatte auch eine, war auch eine schauspielerische Herausforderung. Ja. Weil wir haben da nicht nachsynchronisiert oder so. Das war schon... Ja. Sehr schön. Konnte man nicht allzu viele Takes machen. War ein geschlossenes Set. Ja. Wegen der... Akustik. Großbelästigung? Ja, also ist komisch. Kein Wort wahr, ne? Ja. Das war wirklich sehr schön. Sie haben eigentlich nur eine kleine Rolle in diesem Film. Es ist also ein neuer Streifen aus der Reihe 5 Freunde von Enid Blyton. Mhm. Ein bisschen moderner, also neu geschriebenes Buch. Da geht es auch um Handys und eine ganz interessante Abenteuerreise. Die 5 Freunde halten wieder zusammen und klären ein Verbrechen auf. Das hat mit Dinosauriern zu tun. Also ganz, ganz spannend. Ihre Rolle ist klein, aber wenn man rausgeht, erinnert man sich an den Furz. Weil er einfach gut ist. Und weil man ihn sonst noch nicht gehört hat. Wie ist das bei den Testvorführungen der Kinder? Naja, es ist, diese 5 Freunde sind natürlich das genaue Gegenteil
wie soll ich sagen, aus Kindersicht sind die Erwachsenen immer die, die alles checken, die alles können, die Macht haben, sozusagen Mittel haben. Und hier wird es, bei einem Kinderfilm wird es umgedreht. Da haben die Erwachsenen Fehler, sind fehlerhaft und benehmen sich schlecht oder haben einen Tick oder sind merkwürdig. Und die fünf Freunde sind die Detektive, wo jeder seine Eigenschaft hat und dieses Teamwork ergänzt. Und das war natürlich ein Riesenlacher, wenn Erwachsene so einen Fehltritt machen und diese verlängerte Flatulenz, ich geniere mich ein bisschen da, dann haben. Also es war ein Riesenlacher bei den Testvorführungen. Wann haben Sie denn entschieden, Schauspieler zu werden? Auch schon als Kind, so in dem Alter der Zuschauer dieses Streifens? Nee. Sie sind ja erst so mit Mitte 30 für die große Leinwand entdeckt worden, fürs Fernsehen, vorher auch schon Theater. Wann kam dieser Wunsch in Ihnen auf? Also der kam im Abiturjahrgang auf, da habe ich Theater gespielt. Bin aber auch in die Theatergruppe irgendwie zufällig rein, durch einen Freund reingekommen. Und dann wurde ich für die Hauptrolle ausgewählt, für Biedermann und die Brandstifter. Und das war auch noch das Jubiläumsjahr der Schule. Und dann war das ein Riesenevent. Und ich wurde interviewt, ja, ich hatte Kritiken plötzlich. Also es war schon eine Ahnung von dem Beruf. Und ich hatte 500 Eltern und Mitschüler saßen unten oder standen am Schluss auf. Und ich hatte Standing Ovation. Und das war natürlich prägend, dass man sozusagen mit einer Sache, die so viel Spaß macht und Freude und ich gar nicht als Arbeit empfunden habe, so viel Zuneigung und Erfolg einheimsen kann. Und dann war es schon ein harter Schritt, selber zu sagen, ja, ich will das werden. Und eine Empfehlung war dann, die Esther Folkwang-Schule auszuprobieren. Und dann bin ich da hingefahren und mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Und durch die zweite Schauspielprüfung sind Sie auch durchgefallen. Aber Sie sind bis zum Ende gekommen. Und dann ging es nach Wien und dort sind Sie angenommen worden. Ja. Was war das für ein Gefühl, als dieser Traum plötzlich so greifbar nah war? Ach, war klasse. Das war ein toller Moment. Es war natürlich auch Österreich. Der Direktor hat es auch inszeniert. Es ging dann plötzlich im Schönbrunner Schlosstheater das Licht an. Wir drei Burschen wurden reingeführt. Und wir sahen die Professoren dann erstmal alle per Gesicht. Moderne Castingshow. Ja? Moderne Castingshow. ja. Und dann hat er uns allen die Hand gegeben und gesagt, ja, gratuliere, ihr seid jetzt Rainer-Seminaristen. Und das war, ja, das war toll, weil das war, neben also den Geburten meiner Kinder, sage ich immer, war das einer der schönsten und tollsten Momente, weil das einfach so was, so eine, ja, 100% Erfüllung war. Und was würde der junge Mann von damals, der also rauskommt aus dieser Prüfung und weiß, ich habe die Ausbildung in der Tasche, was würde der sagen, wenn er Sie heute trifft? Nach all diesen Erfolgen, nach den ganzen Preisen, die Sie eingeheimst haben, nach dem Hollywood-Engagement, mitgespielt bei James Bond. Was ich mir selber sagen würde, oh Gott, das ist lustig, weil ein Freund von mir macht gerade in Linz einen Workshop mit Schauspielstudenten und der hat mich dazu eingeladen und es ist natürlich, verändert sich auch alles. Die Schüler sind in ganz andere Zusammenhänge, kommen in eine ganz andere Arbeitswelt. Es ist sehr schwer zu raten. Es ist ein schwerer Beruf, aber auch ein sehr schöner Beruf. Schwer ist, dass es ein reaktiver Beruf ist, dass man nicht, man kann eigentlich nichts planen. Man ist davon abhängig, dass man besetzt wird. Man ist abhängig, dass es Regie gibt, dass es ein Theater gibt, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt oder ein Filmset. Also es ist eine irre Maschinerie notwendig, um überhaupt das in Gang zu setzen. Und das ist oft von einem Zufall begleitet. Wir planen auf jeden Fall, Sie wieder einzuladen. Denn durch diese sehr angeregte Diskussion um das Gladbecker Geiseldrama sind Sie jetzt viel zu kurz gekommen. Sie müssen wiederkommen, Herr Tarach. Danke. Danke schön, dass Sie bei uns waren. Jetzt die Verabredung ist direkt bis nächste Mal. Hand drauf. Meine Damen und Herren, wir beenden diese Sendung, diese wunderbare Sendung mit einem Aufruf. Sollten Sie Robert Habeck irgendwann mal in einem Fahrstuhl sehen, weil er sich vor Kälte oder vor Regen schützen will, melden Sie sich hier, dann wissen wir erstens, er fühlt sich jung und zweitens, er hat mich aufgehoben. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Es war eine wunderbare Sendung, auch eine sehr berührende Sendung. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, in genau 4 Wochen.
So, und das habe ich gerade noch bekommen. Ein Selbstporträt von Jürgen Pfarrer. Ich werde mir die Ausstellung angucken in Hannover. Und es geht jetzt hier weiter mit dem NDR Comedy Contest, meine Damen und Herren. Und zwar zum ersten Mal moderiert von Werner Hoecker und Thorsten Sträter. Viel Spaß dabei und bis bald. Ciao und auf Wiedersehen. Alles Gute. Schlaf wie gut. Mach mal Plasberg. Vielen Dank. Vielen Dank.